Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktive in und für Rheinhessen, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier aus dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück in Oppenheim, live aus unserer Aula. Sie wissen es, es ist ein bisschen der Situation geschuldet. Wir sind heute online unterwegs, freuen uns aber, dass Sie die Gelegenheit nutzen, sich einfach mal reinzuklicken. Und wir fangen auch direkt an und schalten direkt live nach Ingelheim zur Kreisverwaltung Mainz-Bingen und freuen uns über das Grußwort unserer Landrätin Dorothea Schäfer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Bei der wichtigen Aufgabe, unser schönes Rheinhessen noch enger zusammenrücken zu lassen, nach außen noch besser zu präsentieren, noch attraktiver zu machen, und zwar für uns Rheinhessen selbst, aber auch für die vielen Besucherinnen und Besucher, die Jahr für Jahr zu uns kommen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem mittlerweile fest im Jahreskalender verankerten Kommunikationstreff der Rheinhessen-Konferenz. Zentraler Baustein der anfangs skizzierten Aufgabe ist die Dachmarkeninitiative Rheinhessen, die viel zum guten Image, zur Bekanntheit der Region und zur Weiterentwicklung der regionalen Identität beiträgt. Sie bündelt bislang alle Aktivitäten aus den Bereichen Wein, Kultur und Tourismus. Zudem zeichnet sie besondere Qualitätsprojekte mit dem Siegel Rheinhessen ausgezeichnet aus. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Herausforderungen und Rahmenbedingungen wird nachhaltiges Handeln ermöglicht und es wird die Zukunftsfähigkeit der Region gesichert. Die Rheinhessen-Konferenz ist dabei die Kommunikationsplattform unserer Region. Die Gemeinschaftsveranstaltung von Rheinhessenwein, Rheinhessen Touristik, Rheinhessen Marketing, DLR Rheinhessen nahe Hunsrück und LAG Rheinhessen findet heute schon zum 11. Male statt. Der Situation geschuldet, leider nur in digitaler Form. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald wieder das tun können, was wir Rheinhessen am liebsten tun. Uns treffen, miteinander reden, gesellig sein. Und dabei im Gespräch zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, Kammern, Verbände, Institutionen, lokalen Touristinfos sowie Leistungsträgern und Ehrenamtlichen der Interessensgemeinschaften, wie zum Beispiel Gartenführer oder Kultur- und Weinbotschafter, neue Ideen ausbrüten. Networking also, wie man neudeutsch so schön sagt. Heute ist unser Thema regionale Produkte. Rheinhessen genussvoll entdecken. Was erwartet uns da? Zunächst wird der Berliner Kulinarikjournalist Bernd Matthies Einblicke in das Thema aktuelle Foodtrends geben. Und er wird der Frage nachgehen, warum regionale Ernährung eine so bedeutende Rolle spielt. Dr. Elisabeth Ziemer von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gibt Einblicke in Vermarktungsplattformen und Kooperationen von Direktvermarktern. Interessante Impulse zum Thema regionaler Genuss auf den Punkt gebracht, bietet ein kleines Speed-Dating. Etwa zu der Frage, wie Bürgerinnen und Bürger per Aktie eine Wertschöpfung vom Acker bis zum Teller ermöglichen und fördern können. Oder zum Blick auf den Trend der Vino- und Regiomaten, die rund um die Uhr regionale Produkte auf Knopfdruck bieten. Weiter werfen wird ein Blick auf Rheinhessen ausgezeichnet und die Vinotheken, in denen regionaler Weingenuss zum Erlebnis wird. Und abschließend heißt es Rheinhessen genießen. Die Kulinarik-Reihe bietet seit einigen Jahren einen genussreichen, wertvollen Dreiklang aus Gastronomie, regionalen Produkten und rheinhessischem Wein
unter der Federführung von Rheinhessen-Wein. Ein tolles, den Appetit anregendes Programm erwartet uns also. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, ein herzliches Dankeschön nach Ingelheim zu Landrätin Dorothea Schäfer. Wir freuen uns über die guten Wünsche. Da kann eigentlich das ganze Jahr nur gelingen. Und Sie haben es schon gehört, uns erwartet einfach auch ein tolles, spannendes Programm. Aber bevor wir jetzt starten, Rheinhessen besteht ja aus zwei Landkreisen, freuen wir uns jetzt über das Grußwort von Landrat Heiko Sippel aus dem Landkreis Alzey-Worms. Den haben wir live zugeschaltet, jetzt aus Alzey, und sagen ganz herzlich willkommen. Das ist der klassische Effekt. Ich habe hier Herrn Sippel eben noch so schön auf dem Bildschirm gesehen. Das heißt, er war auch über Zoom live zugeschaltet und jetzt ist irgendwas passiert, sodass wir nur noch den Namen gesehen haben und Herr Sippel im Nirvana verschwunden ist. Aber wir versuchen einfach, ihn gleich wieder zu uns zu holen, denn er wird uns den Mund noch ein bisschen wässrig machen zum Thema Rheinhessen Challenge. Da werden wir heute nämlich noch tolle Impulse auch bekommen. Deshalb würde ich sagen, wir switchen einfach mal kurz und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich unseren Hausherrn, nämlich Dienststellenleiter des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum. Ach, alles wieder zurück. Herr Sippel, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Genau, Sie waren mal kurz abgetaucht, aber ich überlasse Ihnen einfach das Wort, begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auch auf Ihr Grußwort zu unserer 11. Rhein-Hessen-Konferenz. Ja, vielen Dank. Erstmal sorry, das sind die Tücken der Technik, die es immer noch gibt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute vor allem, liebe Rheinhessinnen und Rheinhessen, ich begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich zur 11. Das ist schon ein Jubiläum für Rheinhessen, zur 11. Rheinhessen-Konferenz der gemeinsamen Dachmarkeninitiative Rheinhessen. Leider wieder digital aus der Ferne und nicht, wie es uns allen viel lieber wäre, im echten, im realen Beisammensein. Aber wir sind immer noch in der Pandemie und wir haben ja auch in der Zeit gelernt, dass wir auch mit den digitalen Kanälen gut zurechtkommen. Regionale Produkte Rheinhessen genussvoll entdecken, lautet das Motto. Das ist ein vielversprechendes Motto. Und ich glaube, man könnte jedes Wort in diesem Motto gut interpretieren. Die Regionalität steht gerade in dieser Zeit der Globalisierung und damit auch ein Stück weit der Anonymität, der Unberechenbarkeit des Großen absolut im Trend. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das ist keine Modeerscheinung, sondern es wird ein dauerhafter Trend sein. In Zeiten des Klimawandels besinnen wir uns darauf, dass das Gute doch so nahe liegt und dass es nicht notwendig sein muss, zu jeder Zeit, an jedem Ort, jedes Produkt aus der ganzen Welt mit aufwendiger Logistik zu importieren. Und ich glaube, es gibt auch ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass man wissen will, was man konsumiert, wo es herkommt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Und nicht zuletzt schafft Regionalität auch Identität in einer Region, stärkt den Zusammenhalt und macht stolz auf das gemeinsam Erreichte. Und wir Rheinhessen können stolz sein auf das, was wir erreicht haben und was wir auch zu bieten haben. Unsere Marke schlechthin, das Aushängeschild, die Visitenkarte der Rheinhessen, das ist der Wein, der Rheinhessenwein, der millionenfach etikettiert um die ganze Welt geht und diese Botschaft Rheinhessen auch setzt. Aber es ist nicht nur der Wein. So eingebunden in eine ausgezeichnete Veranstaltungsformate, in eine ausgezeichnete Gastronomie, Vinotheken, Gutschenken, Winzercafés, die ebenfalls den regionalen Gedanken zunehmend leben und weiterentwickeln. Und das geht weiter, ganz unterschiedliche Produktpaletten aus Küche, aus Garten, aus Keller. Aber es geht auch, das ist hier mein Roll-up, auch um die Aktivität in Rheinhessen. Man kann Rheinhessen auch aktiv genießen. Ja, meine Damen und Herren, und dabei setzt die Dachmarkeninitiative auf ein Qualitätsversprechen. Qualität muss im Vordergrund stehen, dort wo Rheinhessen draufsteht, soll. Nein, muss Qualität und Genuss drin sein. Das muss unser Anspruch sein für die Zukunft und auch bleiben. Und wenn wir über Dachmarke reden, geht es auch darum, dass wir den Vernetzungsgedanken weiter ausbauen. Nur so können wir die Marke Rheinhessen stark machen. Das Branding einer Marke macht es erforderlich, dass die verschiedenen Akteurinnen und Akteure mit einer gemeinsamen Strategie sozusagen an einem Strang ziehen. Ich glaube, da haben wir bei all den vielen Initiativen, die wir auf den Weg gebracht haben, im Sinne der Vernetzung
auch noch Entwicklungspotenzial. Ich sage es mal so in unserer Region. Deshalb ist es auch gut, dass es die Rhein-Hessen-Konferenz und viele andere Veranstaltungen oder jetzt auch den Regionaltag gibt, weil wir uns da noch enger vernetzen. Dort besteht noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Und wenn wir uns heute das Programm ansehen, dann merkt man, dass diese Konferenz eine echte Ideenbörse ist mit vielen Anstößen und Anregungen für mehr Regionalität, aber auch den Ausbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken. Damit das Ganze auch konkret und anschaulich wird, darf ich jetzt schon darauf verweisen, auf die Idee einer Rhein-Hessen-Challenge, typisch rheinhessischer Begriff, Rhein-Hessen-Challenge. Rhein-Hessen ist, das ist allerdings mit scharfem S, regional, lokale Erzeuger entdecken und unterstützen natürlich auch. Es geht um Wertschöpfung bei all dem, was wir tun, auch um Wertschöpfung. Sie können für einen Zeitraum von einer Woche die Probe aufs Exempel machen. Die Frage, wird es gelingen, sich regional gut und genussvoll zu versorgen? Ich wage vorab schon mal die Prognose, ja, es wird gelingen. Das ist eine tolle Initiative unserer LEADER-Arbeitsgruppe. Unsere Regionalmanagerin Frau Lange wird dann heute im Laufe des Nachmittags noch mal näher darauf eingehen und bin gebeten worden, darauf hinzuweisen. Das mache ich sehr gerne auf den dritten Tourismustag Rheinhessen. Es geht also bereits weiter am 22. September an der Hochschule in Worms. Dabei geht es um einen weiteren Megatrend neben der Regionalität, das Thema Digitalisierung und der Wandel im Tourismus, den wir als Chance und Herausforderung begreifen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, vieles ist in Bewegung in Rheinhessen. Wir sind wirklich auf der Erfolgsspur. Dieser Erfolg basiert auf Fleiß, basiert auf Qualität, basiert auf Kreativität und Miteinander. Und die Dachmarke ist quasi unser Bindeglied, damit sich unsere Region auch in Zukunft im Wettbewerb behaupten und die Marktdurchdringung, darum soll es gehen, weiter ausbauen kann. Dank an alle, die diese Rhein-Hessen-Konferenz vorbereitet haben und für die Durchführung sorgen. Ich finde es wirklich super, wie das immer organisiert wird und wie es läuft. Frau Saale, auch ganz persönlich an Sie ein herzliches Dankeschön an das Team dafür. Ich finde es klasse, mit wie viel Engagement und Herzblut Sie sich der rheinhessischen Sache widmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen anregende, wertvolle, inspirierende Stunden heute, verbunden mit der Hoffnung, dass wir dann die 12. Rhein-Hessen-Konferenz dann wieder ganz analog in Präsenz und dann natürlich auch bei einem guten Tropfen miteinander, ja, auch ein Stück weit erleben und feiern können. Alles Gute, einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank nach Alzey. Danke für die guten Wünsche. Sie haben so schön gesagt, wir sind in Bewegung. Rheinhessen ist eine Region in Bewegung und wir bleiben in Bewegung. Und das ist ja eben auch durchgeklungen. Ich glaube, mit dem Thema Regionalität sind wir einfach auch ganz nah dran am Puls der Zeit. Und für mich auch nochmal dann so das Sahnehäubchen, die Rhein-Hessen-Challenge, die dann noch kommen wird. Also vielen lieben Dank an Landrat Sippel. Wir wünschen Ihnen tolle Eindrücke. Bis bald, live und in Farbe. So, dann räume ich sozusagen die Bühne. Ich habe es eben ja schon angekündigt. Übergebe an unseren Hausherrn Michael Lips, Dienststellenleiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück. Er hat die Federführung und wird Sie jetzt schon mal auf die Konferenz einstimmen. Ich bleib hier. Ja, bleib hier. Ich muss dir eh gleich wieder rein. Ja. Ja, herzlich willkommen bei der 11. oder zur 11. Rhein-Hessen-Konferenz in der Aula des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück. Normalerweise, es klang eben schon an bei Herrn Landrat Sippel, würden wir uns hier in Präsenz sehen. Normalerweise, wenn man das sehen könnte, wäre hier alles bestuhlt, wir wären hier bei einem Glas Wein vielleicht noch zusammengekommen. Jetzt ist das Ganze zu einem Tonstudio und Filmstudio umgewandelt worden. Es sieht alles sehr technisch aus. Nichtsdestoweniger freue ich mich, dass Sie heute an der Konferenz, wenn auch in anderer Form, teilnehmen. Es klang eben schon in den beiden Grußworten an, wir haben uns schon sehr früh entscheiden müssen, wie wir vorgehen. Möglicherweise wäre es uns nach den neuen Corona-Regeln auch gelungen, eine Präsenzveranstaltung zu kreieren. Doch wir haben eine gewisse Vorlaufzeit und deshalb mussten wir uns schon frühzeitig entscheiden für ein Format. Und wir haben uns, weil es nicht sicher war im Frühjahr, für dieses Format noch einmal entschieden. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich freue mich, dass es auch ein paar Ehrengäste gibt, die sich besonders für uns
interessieren. Also zum einen, wir haben aus verschiedensten Branchen wie immer Gäste heute an den Bildschirmen und nicht live aus der Weinbranche, aus dem Bereich der Tourismusbranche, Vertreterinnen der Kommunen, Aktive aus der Hotellerie, Gastronomie, Kultur- und Weinbotschafterinnen nicht zu vergessen und natürlich auch Erzeugerinnen und Erzeuger regionaler Produkte und viele, viele, viele mehr. Ich freue mich besonders, wir haben Sie eben beide schon gehört, dass die Landrätin Frau Schäfer vom Landkreis Mainz-Bingen und der Landrat Herr Sippel vom Landkreis Alzey-Worms eben schon zu uns gesprochen haben und uns begrüßt haben und an der Konferenz teilnehmen. Des Weiteren freue ich mich über die Teilnahme aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft. Da haben sich angekündigt Herr Dr. Haupt, Herr Gröber und Herr Eichler. Ihnen auch herzlich willkommen in der Konferenz. Des Weiteren haben sich die Mitglieder des Landtags, Herr Illing und Herr Barth, angekündigt. Ich freue mich auch, dass Sie an der Konferenz teilnehmen. Das Problem, wenn man an so einer Konferenz hier vorne steht am Podium, ist, man vergisst meistens jemanden. Der Vorteil ist, man kann immer noch mal rüber screenen und kann mal gucken, ob man den einen oder anderen noch im Publikum sieht. Leider sehe ich nicht, wer jetzt alles vor dem Bildschirm sitzt. Ich hoffe, es ist mir jetzt niemand durchgegangen. Ansonsten verzeihen Sie mir, Sie sind alle sehr, sehr herzlich willkommen als Ehrengäste, als unsere Ehrengäste. Zwei, drei möchte ich zum Ende noch besonders nennen. Ich freue mich, dass die Presse eine hoffentlich positive Berichterstattung über diese Veranstaltung in den Medien zeichnen wird. Torben Schröder von der AZ hat sich angekündigt und Frau Spies und Frau Sieje vom Deutschen Weinmagazin. Auch Sie begrüße ich sehr herzlich. Außerdem alle Referentinnen und Referenten und unsere Netzwerkpartner von der Dachmarke Rheinhessen. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei Peter Vollmann, der hier die Technik wieder mal schmeißt und dafür sorgt, dass Sie uns hoffentlich auch alle sehen und hören können und dass der Chat funktioniert. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dem Team, das das Ganze vorbereitet hat und dafür sorgt, wie immer, liebe Katrin, stellvertretend gibst die Grüße weiter, dass wir hier tagen können, auch in anderer Form. Ja, ich möchte vielleicht zwei, drei Aspekte noch einmal erwähnen. Wir haben das Programm eben schon von der Landrätin und Landrat skizziert bekommen. Wir freuen uns über Herrn Matthies, der uns über aktuelle Food Trends berichten wird. Wir freuen uns sehr über Frau Dr. Sehmer, die uns über Direktvermarkter und Möglichkeiten, alleine oder im Team direkt zu vermarkten, berichten wird. Und wir haben es eben auch schon gehört, wir freuen uns natürlich auch, das kommt etwas später erst im Programm, über Informationen zur Rheinhessen-Challenge, die uns Frau Lange von der LAG Rheinhessen berichten wird. Etwas Neues und Besonderes ist das Speed-Dating. Jeder kennt das Prinzip des Speed-Datings. Man hat die Möglichkeit, sich schnell vorzustellen, schnell darüber zu berichten, was man berichten möchte. Und wir haben vier Damen und Herren, die sich vorstellen möchten und ihr Projekt vorstellen möchten im Speed-Dating zum Thema regionaler Genuss. Das ist zum einen Herr Stefan Gothe von der Regionalwert AG zum Thema Wertschöpfung. Das ist Frau Karin Michel vom Zisterzienser Weingut in Dittelsheim-Hessloch, die etwas zu Wino und Regiomaten erzählen wird. Ich freue mich auf Stefan Kolb vom Weingut Schlossgartenhof in Saulheim zum Thema Winotheken Rheinhessen ausgezeichnet. Und last but not least über Jan Willem Appeltrath von Gasthaus Willems in Mainz, der uns etwas über Rheinhessen genießen, spannende Partnerschaften im Dreiklang berichten wird. Ich bin sehr gespannt und wir haben auch die anschließende Möglichkeit, uns im Chat darüber auszutauschen, darüber zu diskutieren. Für uns auch etwas Neues und ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit eine spannende Geschichte und ich bin gespannt. Wir würden diese Veranstaltung nicht ohne Sponsoren machen können. Und was ist eigentlich, wenn die Sparkassen fusionieren? Dann haben wir einen Sponsor verloren. Ich habe das in der Zeitung verfolgt und habe gedacht, oh je, vielleicht geben sie dann den doppelten Betrag. Ja, das müssten wir vielleicht, das also klären wir das dann mal ab. Könnten wir dann mal abklären. Ja, noch zwei Sparkassen und zwei weitere Partner. Und
Die vier Sponsoren haben uns Grußworte gesendet und Sie können sie sehen. Ich lese sie Ihnen aber auch noch mal vor. Dr. Markus Walden, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, sagt: Lebensart und Lebensfreude einer reichen Weinkulturlandschaft. Beides schätzen die Menschen an unserer rheinhessischen Heimat. Gleichzeitig wächst in Rheinhessen ein anderer Reichtum immer mehr. Die Innovationskraft einer dynamischen Wirtschaft, ein sehenswertes touristisches Angebot und eine vielfältige Gastronomie. Darüber hinaus bietet der stetige Ausbau der digitalen Infrastruktur neue Chancen für Direktvermarkter. Wir sind als moderne Universalbank und als eine der bundesweit führenden Sparkassen bei der Digitalisierung ein starker Partner der Menschen in und unserer Region. Unsere Sparkassenleistungen sind regionale Produkte. Demnach fühlen wir uns dem Motto der Rhein-Hessen-Challenge eng verbunden, die da heißt: lokale Erzeuger entdecken und unterstützen. Wir unterstützen die 11. Rhein-Hessen-Konferenz sehr gerne als Sparkasse Worms-Alzey-Ried. Das Grußwort von Herrn Thorsten Mühl, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Mainz. In einer Welt, die gleichzeitig von globalen Trends und der Sehnsucht nach regionaler Identität geprägt ist, hat Rheinhessen seit Jahren an Bedeutung gewonnen. Dies haben wir auch den regionalen Erzeugern unserer Heimat zu verdanken, mit denen wir als regional verwurzelte Sparkasse langjährige Partnerschaften pflegen. Sie tragen mit ihren Produkten dazu bei, der offenen rheinhessischen Lebensart Ausdruck zu verleihen. Um die engen Verbindungen zu diesen Menschen nachhaltig zu stärken, ist es uns wichtig, ihre innovativen Ideen zur Förderung der Regionalität zu unterstützen. Als Sparkasse Mainz beteiligen wir uns daher sehr gerne an der 11. Rhein-Hessen-Konferenz. Herr Stefan Wilhelm, Vorstand der EWR-Aktiengesellschaft, hat uns folgendes Grußwort zugesandt. Rheinhessen ist eine lebenswerte Region mit klugen Köpfen und die fühlen sich wohl hier, in einer von Wein geprägten Landschaft mit viel Kultur und Traditionen. Auch bei der diesjährigen Rhein-Hessen-Konferenz gibt es wieder die Möglichkeit, neue Ideen mit Bestehendem zu verbinden. So wird auch weiterhin Wirtschaft und Gesellschaft aus unseren Wurzeln heraus geprägt. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Und als vierter Sponsor Herr Roland Röpke, Geschäftsführer der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH. Wir wünschen alle KonferenzteilnehmerInnen viel Erfolg, die Marke Rheinhessen in die Welt zu tragen und freuen uns, mit dem Trinkwasser der WVR aus Rheinhessen einen Beitrag gemäß unseres Leitbilds Wasser für pure Lebensfreude leisten zu können. Zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren rheinhessischen Partnern, die dafür sorgen, dass wir auch organisatorisch und auch mit finanzieller Unterstützung die Rheinhessen-Konferenz durchführen können. Das wäre Rheinhessen Wein e.V., das ist Rheinhessen Touristik GmbH, Rheinhessen Marketing e.V., dann die LAG Rheinhessen, die Landkreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen sowie der Verein ehemaliger Fachschüler Oppenheim und selbstverständlich, last but not least, loben wir uns auch selbst, das DLR Rheinhessen nahe uns rück. Und damit möchte ich der Veranstaltung aber auch nicht weiter im Wege stehen. Ich wünsche uns einen angenehmen, schönen, informativen Nachmittag und übergebe zurück an Katrin Sahler. Vielen lieben Dank, lieber Michael. Ich glaube, jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen bei all den guten Wünschen der finanziellen Ausstattung. Jetzt wird es endlich Zeit für jede Menge spannenden Input. Wir schalten live nach Berlin. Denn das ist ja jetzt das Praktische an dem Format. Es muss nicht jeder eingeflogen werden, sondern wir klicken uns dann einfach mal rüber sozusagen. Kulinarik-Journalist Bernd Matthies weiht uns in aktuelle Food-Trends ein und verrät uns, warum regionale Ernährung eine so bedeutende Rolle spielt. Natürlich hat die aktuelle Situation auch einen Einfluss auf unser Ernährungs- und auch auf das Einkaufs- und Ausgehverhalten. Unser Bewusstsein für gutes Essen und regionale Produkte ist in der letzten Zeit gewachsen. In der Gastronomie sind neue Konzepte und Partnerschaften entstanden. Der Redakteur des Berliner Tagesspiegels hat da einen guten Einblick. Wo kommen die von uns so geliebten Köstlichkeiten denn überhaupt her und inwieweit hat ein Gastronom Einfluss auf die Qualität der Produkte? Freuen Sie sich jetzt auf Bernd Matthies, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße.
Die Technik schüttelt den Kopf. Sie sehen, das sind die Tücken der Technik. Wir gucken mal, dass wir eine Verbindung nach Berlin hinbekommen. Wir waren vorhin, haben wir uns so in Sicherheit gewogen. Es klappt aber, der Aufbau funktioniert gerade. Genau, er wird zugeschaltet. Wir haben den Technik-Check gemacht. Es hat alles 1A funktioniert, aber das ist live. Steht ja auch so schön hier bei Ihnen in Vimeo. Ich habe so den Blick drauf, Live-Event. Ne? So, herzlich willkommen, lieber Bernd Matthies. Wir freuen uns, dass Sie live zugeschaltet sind und ich würde einfach Ihnen das Wort übergeben. Wir freuen uns über Ihren Vortrag Aktuelle Foodtrends und warum regionale Ernährung eine so bedeutende Rolle spielt. Ja, liebe Frau Sahler, vielen Dank. Ich hoffe, ich komme an. Ah, wunderbar. Das ist doch schon mal die wichtigste Voraussetzung. Ich habe zwar eben gehört, es sei doch ganz furchtbar praktisch, dass man von überall zugeschaltet werden kann. Das ist sicher auch so. Aber glauben Sie mir, ich habe schon eine ganze Menge Reden gehalten, aber noch keine von zu Hause aus. Und es wäre viel schöner gewesen, dies hier direkt vor Ihnen von einem Podium mit Blumensträußen drumherum zu tun und nicht mit sturem Starren auf eine Kamera und einen Monitor, der weder Beifall spendet noch unwillig murrt, wenn der da oben mal wieder Gedöns redet. Aber keine Sorge, Sie kriegen von mir keine kulturpessimistische Packung. Ich predige vor Ihnen nicht das Primat von Kartoffeln und Rüben und Sellerie durchs ganze Jahr, sondern für die kluge Optimierung kulinarischer Lebensfreude. Das haben wir nämlich alle nötig. Mein Name, Sie haben es gehört, ist Bernd Matthies. Ich arbeite seit gut 30 Jahren als Journalist. Nicht nur, aber besonders gern an kulinarischen Themen. Ich habe für Essen und Trinken und den Feinschmecker geschrieben, vor allem aber und immer noch und weiterhin für den Berliner Tagesspiegel, der sich aus der Hauptstadtpresse schon immer dadurch hervorgetan hat, dass er kulinarischen Themen besonders viel Platz eingeräumt hat. In Berlin ist aber, Sie ahnen es, vieles anders als im weiten Land draußen. Und ich werde den Teufel tun, Ihnen in Ihrem schönen Landstrich die Welt zu erklären. Aber Berlin ist ein Laboratorium in jeder Hinsicht. Und es mag interessant sein, wie wir hier oben die Sachen so sehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in Berlin, was Essen und Trinken angeht, an einer Schnittstelle sitzen zwischen Norden und Süden, die eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse möglich macht. Ich erkläre später noch, was ich damit konkret meine. Zunächst sage ja schnell noch mal das Thema Corona, das uns ja seit geraumer Zeit fürchten lässt. Die Welt werde hinterher eine andere sein. Ich bezweifle das. Zum einen, weil ich nicht weiß, ob es ein Hinterher im Sinne von aus, vorbei und vergessen überhaupt geben wird. Andererseits aber, weil ich hier in Berlin kürzlich zum ersten Mal eine mittelgroße Veranstaltung mit echten Menschen besucht habe. Da war ein Herzen und Küssen und Hände schütteln und umarmen, das jedenfalls eine Angst bei mir völlig zerstört hat, nämlich, dass die Menschen des postkoronaren Zeitalters wie so mit einer Glasscheibe um sich herum durchs Leben gehen werden, jeder für sich wie in einem dystopischen Zukunftsroman. Nein, die Lebensfreude bleibt und das ist gut zu wissen. So, das war's zu diesem Thema, hoffe ich, aber ein anderes Thema werden wir nicht wieder los. Das ist der Klimawandel, der ja in der Landwirtschaft viel deutlicher spürbar wird als hier in Berlin in unseren mehr oder weniger klimatisierten Büros. Der Klimawandel hat das seit Jahrzehnten unumgängliche Thema Umweltschutz in seiner Bedeutung heraufgestuft von sehr wichtig auf lebensnotwendig. Und deshalb kann heute niemand mehr von landwirtschaftlichen Themen oder von Genuss ohne Reue reden, ohne all diese Aspekte zu berücksichtigen bei all seinem Tun. Bitte, das ist keinesfalls nur negativ. Gerade die Winzer, die hier vor mir ziemlich zahlreich vermute, haben durchaus Grund zur Freude darüber, dass sie seit mindestens 20 Jahren praktisch keine sauren Trauben mehr ernten müssen. Und gerade in den Jahren 2018 bis 2020 grandiose Qualitäten auf Flaschen füllen konnten. Ich höre gerade aus Mainz das Geraune über die großartigen großen Gewächse 19 und 20. Das alles wäre natürlich ohne die Klimaerwärmung so nicht möglich gewesen. Einerseits. Andererseits müssen die Winzer natürlich auch auf völlig neue Herausforderungen reagieren. Und sei es nur die, dem Seniorchef zu erklären, dass die Trauben für die besten Weine, für die ersten und großen Gewächse vor denen für den Gutswein gelesen werden müssen und nicht mehr danach, notfalls im November, wie es im 20. Jahrhundert so der Brauch war. Die rettende Region habe ich meine Ausführungen überschrieben und darum geht es. Es geht darum, natürlich den CO2-Ausstoß zu vermindern. Es geht darum, Transportwege zu verkürzen.
Es geht darum, weniger Energie zu verpulvern und darum, sorgsamer zu prüfen, was überhaupt noch von weit her ins Land geschafft werden muss. Wir haben uns daran gewöhnt, das ganze Jahr hindurch bretonische Meeresfrüchte in praktisch lebendfrischer Qualität auch in die Oberpfalz und die Uckermark zu schaffen, auch wenn das natürlich immer teurer wird. Wir essen Spargel und Mangos und Rambutan, Kalamansi und Yuzu rund ums Jahr. Ein seltsames Phänomen. Früher haben wir die Heidelbeeren nur im Sommer bekommen und auch nur, wenn wir sie uns selbst im Wald besorgt haben. Heute gibt es die bedeutend weniger schmackhaften Kulturheidelbeeren rund ums Jahr. Überwiegend aus Peru, bis dann Ende Juni die deutschen Spargelbauern, um sich nicht zu langweilen, mit ihren Heidelbeeren einspringen und uns damit zumindest ein wenig auf den Weg der ökologischen Vernunft zurückführen. Ähnlich ist es mit den spanischen Erdbeeren, die immer schon im Februar auf den deutschen Markt drängen, obwohl sie in Konsistenz und Geruch eher Gurken ähneln. Das gibt es sogar schon mit Biosiegel, obwohl die futuristische Monokultur, die dahinter steht, sicher das Gegenteil von ökologisch bewusstem Handeln darstellt. Neulich, es ist erst ein paar Tage her, habe ich in einem Berliner Supermarkt Erdbeeren aus England gesehen. Mag sein, dass uns sogar der Brexit noch neue Trends spendiert, gut oder schlecht. Ich habe keine Ahnung. Die Globalisierung der Landwirtschaft war aber, das kann man dennoch generell sagen, eine kulinarische Bereicherung. Sie hat faszinierende Grundprodukte überall verfügbar gemacht und hat vorhandene optimiert. Sogar bei so banalen Dingen wie den grünen Bohnen und Zuckerschoten aus Kenia oder dem Senegal, die deutsche Bauern in dieser fein kalibrierten Qualität aus mir unverständlichen Gründen nie liefern wollten. Aber auch in Europa hat die Globalisierung viel zur Popularisierung von Spitzenqualitäten beigetragen. Es ist gerade mal gut 40 Jahre her, dass deutsche Spitzenköche ihren Beitrag dazu leisteten, indem sie Bresshühner und Steinbutt aus den Pariser Markthallen nach Deutschland brachten, im Kofferraum. Einmal wurden sie sogar dabei von der Polizei umzingelt, die annahm, es handle sich um Terroristen. Das ist lange her, heute bekommen wir französisches Geflügel in jedem besseren Supermarkt. Das ganze Angebot in unseren Supermärkten ist zumindest quantitativ und von der Breite her so, dass wir vor 50 Jahren unseren rechten Arm dafür gegeben hätten. Das alles steht aber natürlich längst unter Klimavorbehalt, auch wenn niemand sagen kann, womit denn die Peruaner und Kenianer und Senegalesen ihren bescheidenen Wohlstand halten sollen, wenn die Welt aus Klimaschutzgründen auf ihre Agrarprodukte verzichtet. Aber klar ist, wir werden unseren kulinarischen Lebensstandard verändern müssen, um ihn zu halten. Wir müssen einerseits die Qualität unserer eigenen Produkte verbessern, andererseits das Angebotsspektrum dieser Produkte erweitern. Was das bedeutet, das machen uns die trendsetzenden Gastronomen vor. Sie ahnen es, in Berlin haben wir einige davon. Sie haben sicher schon mal von Billy Wagner gehört, dem Wirt des Berliner Restaurants Nobelhart und Schmutzig. Er verbraucht einen guten Teil seiner nicht unerheblichen Umsätze dafür, im Berliner Umland und bis rauf zur Ostsee nach guten Produkten und anspruchsvollen Produzenten zu suchen. Praktisch nichts, was in super- und gastronomischen Großmärkten herumliegt, ist ihm und seinem Küchenchef Michael Schäfer gut genug. Dabei geht es ihm nicht um das Bio-Siegel, das durch seine Omnipräsenz in den Supermärkten ohnehin keine allzu große Bedeutung mehr hat. Es steht längst nicht mehr zwingend für bessere sensorische Qualität. Es geht Wagner also um ein Produkt, das durch intensive Zuwendung des Produzenten in jeder Hinsicht qualitativ ausgereizt ist und sich schmeckbar unterscheidet. Hier ist sogar das Klischee, das schmeckt wie früher bei meiner Großmutter, durchaus gerechtfertigt. Bei ihm gibt es Gemüse auch mal solo, nur mit einem Klecks aromatisierender Soße und natürlich nie einen ganzen Saibling oder ein halbes Huhn, wie zu Großvaters Zeiten, sondern kleine, küchentechnisch mit aller Sorgfalt behandelte Stücke. Hatte ich schon erwähnt, dass die Zeit der Fressgelage, der All-You-Can-Eat-Buffets und der XXL-Schnitzel vorbei ist. Das Fleisch, das die schlechteste Klimabilanz von allen Lebensmitteln hat, muss selbstverständlich auf einen vernünftigen Anteil der Gesamternährung zurechtgestutzt werden. Die Tierfabriken und die Lebendtransporte in und durch ganz Europa müssen verschwinden. Das ist nicht nur eine klimapolitische, sondern auch eine ethische Verpflichtung ohne Wenn und Aber. Ich schweife ab und stelle Ihnen lieber noch jemanden aus Dänemark vor. Den klugen Landwirt Søren Viuf. Er lebt aus seinem Hof ungefähr 70 Kilometer westlich von Kopenhagen und stellt dort beispielsweise den besten Spargel her, den ich je gekostet habe.
Das Bio-Regelwerk interessiert ihn nicht. Er setzt auf das, was sie in den angelsächsischen Ländern Precision Farming nennen. Die akkurate Abstimmung von Düngung, Bewässerung und Bearbeitung nach dem Stand der Wissenschaft und Technik, ohne die verschlungenen, oft heimlichen Umwege, die die Biobauern gehen müssen, um in Menge und Preis überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Aber Wiehoff tut noch mehr. Er sieht sich nicht nur als Lieferant, sondern tatsächlich als Ideengeber der Spitzengastronomie. Dass Kopenhagen nach wie vor eine der kulinarisch spannendsten Städte der Welt ist, das spannender als, würde ich sagen, Berlin, was mir nicht leicht fällt, das hat auch mit ihm zu tun. Viele Küchenchefs dort kennen ihn, weil er immer wieder unvermittelt mit einer Kiste Grünzeug anrückt, mit Kräutern oder seltsamen Gemüsevarianten oder was ist das denn? Probier mal, sagt er dann, wenn du damit was anfangen kannst, dann mache ich mehr davon. Den Höhenflug von René Rezepi und seinem weltberühmten Restaurant Noma hat er von Anfang an begleitet und inspiriert. Wir sehen Köche und Bauern, die sich in unmittelbarem Kontakt Dinge erarbeiten, die der Großmarkt nicht kennt. Sie treiben die neue Genusskultur mehr und umweltbewusster voran, als es eine neue Flugverbindung zum gerade angesagten spanischen Fischgroßmarkt tun könnte. Auf diesem Weg ist eine neue Regionalküche entstanden, wie es sie eigentlich noch nie gegeben hat. Erinnern wir uns, die Älteren hier vor den Monitoren sind wie ich im Taumel der Fresswelle der 50er Jahre aufgewachsen, mit gefüllten Paprikaschoten und Toast Hawaii nach Art von Clemens Wilmenroth. Eine gescheite bürgerliche Traditionsküche, wie sie im Süden Deutschlands und in geringerem Maß vielleicht auch an den Küsten überlebt hat, die gibt es bei uns nicht. Also folgten dem Toast Hawaii die Pizzaküche, die italienische mit ihren mediterranen Ableitungen. Es folgte die Fusionsküche mit ihren asiatischen Untergruppen. In der Gastronomie weniger beim privaten Essen, dann sogar die neue spanische Küche, die sogenannte Molekularküche, mit ihren ebenso faszinierenden wie fragwürdigen Tricks. Und als alle fragten, was denn nun als nächstes dran sei, Patagonien, vielleicht Australien, da kamen die Skandinavier tatsächlich und verfassten ihr berühmtes Manifest von 2004, das die Küchenwelt auf den Kopf stellte. Wir wollen, sagten sie, fortan nur noch mit dem kochen, was um uns herum wächst und gedeiht. Die radikalsten Vertreter dieser Richtung verzichteten fortan sogar auf Olivenöl, Pfeffer und Tomaten. Damit war die Blaupause einer Rückbesinnung auf die eigene Region erschaffen, die tatsächlich eine wahre Explosion an Kreativität auslöst. Weil sie nicht mehr auf vertrauten Geschmacksmustern von anderswo beruhte, die man überall auf der Welt nachahmen konnte, sondern weil sie das Erfinden von Neuem in der Region zur Pflicht machte. Klar, das fällt zweifellos leichter, wenn ein Meer in der Nähe ist oder auf den Feldern die Artischocken und Melonen sprießen. Schönen Dank, sagten andere Köche, die weit im Binnenland und in klimatisch weniger begünstigten Gegenden arbeiten mussten. Sollen wir jetzt die ganze Wintersaison nur noch Kohl, Rüben und Kartoffeln servieren? Es ist dann, wie wir wissen, ein wenig anders gekommen. Es genügte allerdings nicht einfach, die alten Rezepte mit diesmal regionalen Produkten weiterzukochen, wie es gedankenlose Köche überall im Land taten. Denn ihre fantasievollen und handwerklich versierteren Kollegen schöpften gerade aus dieser freiwillig angenommenen Mangelsituation neue Kraft. Sie belebten alte Techniken wie Fermentation und Trocknung wieder, hoben vergessene Rezepturen aus, experimentierten mit Reifungsmethoden zur geschmacklichen Verdichtung, sogar bei Fisch und Fleisch natürlich. Und sie bedienten sich auch, wo es sinnvoll schien, bei den Geräten und Methoden der verflossenen Molekularküche. Sebastian Frank zum Beispiel, ein Österreicher, der in Berlin das Restaurant Horvath führt, hat den Sellerie im Salzteig erfunden. Er wickelt eine ganze Knolle ein, bäckt sie im Ofen und lässt sie dann in seinem Vorratsraum hängen. Ein halbes Jahr später, frühestens, schlägt er den Teig auf und drin liegt der Sellerie, der aussieht wie etwas, das die Katze gerade hereingeschleppt hat. Aber das Ding ist hart, man kann es reiben und es bringt konzentrierten Umami-Geschmack auf den Teller, so ähnlich, als würde man Trüffel verwenden, die natürlich ein ganz anderes Aroma haben. Das ist nur eine von zahllosen Ideen, die ohne den Verzicht auf Importprodukte wie Trüffel beispielsweise nicht möglich gewesen wäre. Das hätte sonst niemand erfunden. Die Situation in der Bewertung von Restaurants ist inzwischen weltweit ganz eindeutig. Wo sie heute
bepunktet, mit Sternen und Mützen versehen und in eines der zahllosen Rankings eingefügt werden. Da ist eine regionale Verwurzelung der Küche und der Produkte. Da ist die Idee des Restaurants, die Identität des Restaurants mit der Umgebung Pflicht. Und das funktioniert nicht nur in Paris oder Barcelona, wo es leichter ist, sondern auch in Warschau oder auf den Färöerinseln, wo es das berühmte Restaurant Koks gibt. Wenn das dort oben auf Felsen im Atlantik funktioniert, dann weiß ich nicht, warum es in der Magdeburger Börde oder im Emsland nicht funktionieren sollte. Bitte, das ist alles andere als abgehobene Elitärkultur. Schauen wir uns selbst an. Fährt irgendjemand von uns noch nach Franken oder Südtirol, um dort Hummer, Paella und Riesengarnelen zu essen? Nein, wir suchen dort nicht länger nur die unverwechselbare Landschaft mit schönen Städten, mit Burgen und Schlössern, sondern auch die originäre Genusskultur der Region, wie es sie so nur dort geben kann. Die deutschen Spitzenköche hängen da international gesehen ein ganzes Stück zurück. Das ist der entscheidende Grund dafür, dass sie trotz ihrer technischen Perfektion draußen im Ausland kaum die gebotene Aufmerksamkeit finden. Das können zum Beispiel die österreichischen Köche besser, die immer einen Querverweis auf die kulinarische Tradition ihres Landes unterbringen. Aber die Angst vor dem Regionalprodukt, die vor allem weniger fantasiebegabte Köche immer noch schüttelt, ist auch aus einem anderen Grund unnötig. Die Region gibt immer mehr her. Einerseits ist es paradoxerweise der Klimawandel, der in Deutschland zwar den Eiswein auszurotten scheint, schade drum, aber damit kann man leben. Andererseits den Anbau von Artischocken oder geschmacklich hervorragenden Tomaten oder Melonen immer näher rücken lässt. Andererseits ist es der technische Fortschritt, der sogar tropischen Früchten, Gemüsen und Meeresfrüchten den Stempel regional verleiht. Und das bei durchaus vertretbarer Ökobilanz. Denn geschlossene Systeme wie die sogenannte Aquaponik, bei der Gemüse und Fische in einer Anlage anfallen, spielen eine zunehmend größere Rolle. Und auch der Betrieb von Treibhäusern per Solarstrom oder Abwärme von anderswo ist längst keine Besonderheit mehr. Ich komme, Sie ahnen es, gerade aus Dänemark, wo es mitten im August hervorragende Erdbeeren gibt, angebaut in ganz unromantischen Stellagen, die an die effizienten Systeme erinnern, in denen die Holländer Tomaten anbauen. Sehr gute Tomaten, meistens, wie ich sicherheitshalber ergänzen möchte, bevor das abgegriffene Bild vom faden, rot gefärbten Wasser aufkommt. Das ist lange her und Treibhaussysteme sind längst in der Lage, geschmacklich und aromatisch mit Freilandprodukten mitzuhalten. Einer der Küchenpioniere auf diesem Gebiet, Sie kennen ihn alle, ist der Franke Alexander Herrmann, der in seinem längst mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant in Würzberg hinter den 7 Bergen alle möglichen Exoten in eine brillante neue Küche einfügt. Mit stark regionalem Einschlag, weil alle diese Zutaten aus der Umgebung kommen, vor allem aus Treibhäusern, die zum Teil die Abwärme anderer Quellen nutzen. In seiner sehr unterhaltsamen TV-Show Aufgegabelt zeigt Herrmann nicht nur diese Erzeuger, sondern auch, wie aus deren Produkten sehr moderne und dennoch einfach nachzukochende Gerichte entstehen. Sogar mit eher problematischen Fleischsorten wie Strauß oder Pute, die in Deutschland problemlos gezüchtet werden können, aber bei Verbrauchern und Köchen auf allerhand Vorbehalte stoßen. Ein anderes Beispiel, das die Angst widerlegt, es werde aus dem Wasser bald nur noch Saiblinge und Forellen geben, das ist die bayerische Riesengarnele, die aus einer ganz unromantischen Fabrikhalle kommt. Sie braucht nur Wärme und Salzwasser aus einem geschlossenen Aquakulturkreislauf und zählt dennoch zu den besten Garnelen, die auf dem Weltmarkt zu bekommen sind. Man kann sie, was wirklich selten ist, auch roh essen. Leider ist sie auch wesentlich teurer als ihre Schwestern, was den asiatischen Antibiotika-Farmen in abgeholzten Mangrovenwäldern und insofern im Rahmen einer Restaurantkalkulation nur schwer darstellbar. Aber das kann ja noch werden. Wenn das hier live im Saal wäre, würde vermutlich irgendjemand an dieser Stelle und Insekten rufen. Bitte, ja, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, auch wenn es im Grunde nicht erklärbar ist, warum die meisten von uns beim Versprechen Garnelen satt hinlangen, bis der Arzt kommt, aber nie auf die Idee kämen, beispielsweise Heuschrecken oder Skorpione zu essen. Kulturelle Prägung vermutlich, aber wenn hier jemand ist, der darauf ein Geschäftsmodell aufbauen muss, möchte er sich bitte nicht auf mich berufen. Aber ich will nicht nur von Restaurants reden, denn auch zu Hause muss sich vieles ändern. Ändert sich vieles bereits.
seit selbst Aldi plakativ beschlossen hat, sein Sortiment zugegeben weiter Zukunft auf bessere Tierhaltung umzustellen, müsste eigentlich jeder wissen, dass weniger und dafür besseres Fleisch auch die bessere Idee ist. Corona, da ist das Thema doch nochmal, hat viele von uns wieder an den Herd gebracht, weil einfach mehr Zeit zum Kochen war. Viele von uns kochen jetzt tatsächlich besser, bewusster. Sie haben sich neue Einkaufsquellen erschlossen, ihr Produktverständnis und Qualitätsbewusstsein geschult. Das sollte zumindest auch den Wunsch nach besseren, frischeren Produkten der Region aufkommen lassen. Und dafür brauchen wir auch eine Renaissance der Wochenmärkte, die leider vor allem bei mir im Norden zu einer Abspielfläche normaler Großmarktware verkommen sind, die es so auch in jedem Supermarkt nebenan gibt. Nicht schlecht, aber eben doch Massenprodukte ohne individuellen Charakter aus einem Angebot ohne Überraschung. Gleich nach mir werden wir hier auf dieser Konferenz mehr über die Chancen der Direktvermarktung hören. Genau da liegt, finde ich, die Zukunft des differenzierten Einkaufs. Auf dem Wochenmarkt, im Hofladen oder per turnusmäßiger Lieferung einer Kiste. Wo aber die Bauern großflächig auf Monokulturen von Getreide oder Mais setzen, wie meist im Norden, da ist das Thema erst einmal durch, vielleicht unwiderruflich. Aber ich nehme an, dass bei Ihnen in Rheinhessen und drumherum die Lage noch bedeutend vielfältiger und kleinteiliger aussieht. Bio ist, wie ich schon ausgeführt habe, ein möglicher Weg, der bei der Vermarktung sicher hilft, aber er führt nicht automatisch zu besserer, sensorisch auffälligerer Ware. Ich halte, wie Sie sicher schon gemerkt haben, nichts von dem gängigen, namentlich durch die grüne Politik beforderten Vorurteil, dass es nur böse konventionelle und gute Biobauern gibt. Das ist doch alles sehr viel differenzierter zu betrachten, gerade wenn man auf geschmackliche Qualität achtet. Aber es muss eben bei beiden, den Biobauern und den konventionellen, der Wille da sein, etwas Besonderes zu produzieren, der unter den deutschen Winzern ja schon seit Jahrzehnten eine wahre Qualitätsrevolution bewirkt hat. Da tun sich ja gerade auch die Rheinhessen davor. Ich komme hier in Berlin kaum nach mit dem Notieren neuer, vielversprechender Weingüter ihrer Region. Der Umschwung beim Wein ist meist eine Folge des Generationswechsels. Und es ist nur zu hoffen, dass der Anbau von Spitzengemüse und die Zucht von beispielsweise Hühnern höchster Qualität bald genauso sexy sind wie der Ausbau von 95-Punkte-Weinen. Denn ohne die junge Generation ist der Umschwung sicher nicht zu schaffen. Und jeder Jungbauer, der dann doch lieber ins Büro wechselt, frustriert abwandert, der ist ein Verlust für die Qualitätswende, die wir alle brauchen. Solche Bauern gibt es, und da ich gerade Hühner erwähnt habe, führt das zwangsläufig zu Lars Odefey, der schon nach wenigen Jahren sehr dicht dran ist am Legendenstatus. Odefey lebt in der Nähe von Uelzen in Niedersachsen und zieht Hühner auf. Ganz normal soweit, und das erst seit 2017. Aber in dieser kurzen Zeit hat er es durch präzise Produktkenntnis und extremes Qualitätsbewusstsein geschafft, seine Hühner aus verschiedenen europäischen Rassen in den Küchen vieler der besten deutschen Restaurants unterzubringen. Im Aqua in Wolfsburg, im Jante in Hannover oder auch im Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Bei Köchen also, die deutsches Geflügel normalerweise nicht einmal im Personalessen dulden wird. Der Zeitgeist, der der Region den Rücken stärkt, der weiß es, Odefey ist als Name auf deutschen Speisekarten längst mindestens so zugkräftig wie Meeral, das berühmte Etikett aus der französischen Bresse. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass sich jeder diese Prachtstücke nach Hause liefern lassen kann, aber seien wir tapfer, ein einziges Huhn kostet zwischen 30 und 45 Euro plus Versand. Das ist nicht wenig, und wenn es mal einen dicken Kapaun gibt, zum Beispiel vor Weihnachten, dann können es auch 200 sein. Das zeigt aber eindeutig, sowas geht. Wer als Erzeuger nicht nur die regionale Karte spielt, sondern auch konsequent die Qualität ganz weit oben ansetzt, der kann damit auch in Deutschland erfolgreich sein. Und das geht im Zweifelsfall sehr viel schneller als der Klimawandel. Den wichtigsten Ernährungstrend habe ich noch gar nicht wirklich erwähnt. Es ist natürlich das vegetarische oder vegane Essen. Das vegetarische oder vegane Essen, dessen Aufschwung noch lange nicht am Ende angekommen sein dürfte. Es löst natürlich zunächst einmal das ethische Dilemma, das mit dem Konsum von Fleisch und Fisch überhaupt verbunden ist, immer verbunden ist. Aber gehört es überhaupt zum Thema Regionalität? Scheinbar nicht. Aber eben doch, weil Gerichte, die nicht mehr vom Fleisch oder Fisch und den
dazu passenden Soßen dominiert werden, ganz andere Ansprüche an die Ausgangsqualität der Gemüse stellen, die nun nicht mehr gnädig überdeckt werden kann. Wer beispielsweise ein Gericht, wie es derzeit Mode ist, überwiegend nur aus verschiedenen Aggregatzuständen der Kartoffel kombiniert, mit Püree, gebackenen Teilen, krossen Kartoffelschalen und was auch immer, der muss scheitern, wenn die Kartoffel nur Durchschnitt oder schlechter ist. Fehlt das Fleisch, dann steigt der Anspruch an alle anderen Bestandteile des Gerichts. Das ist unumgänglich. Ein weltberühmtes Muster für derartige Zubereitung ist der Gargouillou des französischen Küchenchefs Michel Bras. Viele kleine Gemüse mit Kräutern, differenziert aufgebauten Cremes und Soßen, eine vegetarische Glanzleistung, die in Deutschland wegen der hier frisch und regional verfügbaren Grundprodukte vermutlich immer noch nicht so realisierbar ist. Aber es handelt sich doch zumindest um ein Vorbild für die neue Generation von vegetarischen Gerichten, die mit dem Klischee, na, da lassen wir einfach das Fleisch weg, dann ist es vegetarisch, längst aufgeräumt haben. Die ersten vegetarischen Restaurants mit Michelin-Stern gibt es längst. Die Bücher des Londoner Gemüsepapstes Joram Otto Lengi erreichen nicht nur Rekordauflagen, sondern sie werden auch, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, zu Hause und sogar von Profiköchen intensiv genutzt. Selbst ein Fanatiker von Luxusrindfleisch und Meeresfrüchten wie Tim Raue hier in Berlin, der früher Veganer immer sofort rausgeworfen hat, der bietet inzwischen ein sogar veganes Menü an, in das er ganz seine ganze kreative Energie steckt. Ein ganz anderer Fall ist die Art veganer oder vegetarischer Küche, die auf Fleischersatzprodukte aus meist quasi industrieller Fertigung setzt. Sie hat sich in den anspruchsvollen Restaurants nicht durchsetzen können, was ich nicht bedauere. Im Convenience-Bereich hat sie sicherlich eine ganz andere Perspektive. Das wird sich in den Kantinen sicher noch weiter durchsetzen, aber davon rede ich hier nicht. So, ich komme, Sie ahnen es seit Minuten, zum Schluss und mit einem Trost für alle, die angesichts dieser erdnahen Perspektiven dringend hoffen, dass die globale Küche mit ihren wunderbaren Produkten, mit ihren herrlichen Gewürzen und ihren Aromenerinnerungen an weite Reisen nicht komplett aus Deutschland verschwindet. Der Pariser Küchenstar Yannick Aleno, 3 Sterne Michelin, hat sich kürzlich in kleinem Kreis geäußert, zu den neuen Sitten alles aus der Nachbarschaft zu holen, sowie in Wald und Flur der Umgebung Vorräte für den Winter zu sammeln. Ja, hat er gesagt, das vor 500 Jahren auch so gemacht und sich dann, Gott sei Dank, weiterentwickelt. Sie sehen also, es ist alles im Fluss. Ich überlasse Sie damit erst einmal der weiteren Konferenz, wünsche Ihnen großen Erfolg und danke noch einmal dafür, dass Sie mir die Ehre gegeben haben, mich hieran beteiligen. Vielen Dank, lieber Herr Matthies. Es war uns eine Ehre. Vielleicht bleiben Sie gerade noch einen Moment online. Wir haben nämlich auch direkt eine Frage über den Chat. Also ich finde es bemerkenswert. Ne? Es ist auch immer ja für uns so ein Umdenken, was einfach erfolgen muss. Das haben Sie uns noch mal klar vor Augen geführt. Nur das bringt uns weiter. Eine Rückbesinnung auf die Regionalität. Mal gespannt, wie viele Jahre dann zurück, ob wir es dann mit den französischen Köchen gleich tun. Aber das Tolle eben auch, dass das Ganze doch tatsächlich in den letzten Monaten auch für mehr Kreativität in den Küchen, ob jetzt zu Hause oder eben auch in der Gastronomie, gesorgt hat und dieses Umdenken doch tatsächlich auch eingesetzt hat. Ich denke, es ist eine spannende Entwicklung in diesem Bereich und gerade auch, was Lebensmittel angeht, ne, was Sie so schön auch dargestellt haben. Jetzt kam dazu direkt eine Frage über den Chat von Michael Berger, der sagt, ob denn die genannten Beispiele und auch die gastronomischen Konzepte massenmarktfähig sind oder ob sie eher doch sehr auf sehr spezielle Zielgruppen zugeschnitten sind. Wie sehen Sie das? Ist sowas massenmarktfähig? Kann man das auch in der Breite umsetzen oder betrifft es nur die Spitze? Ach, na, ich glaube, man kann da sehr viel umsetzen. Wir haben ja gesehen, dass ein Konzept wie Bio, das anfänglich ja auch kaum irgendwo vorkam, dass man in den Bioläden, die alle immer etwas verstaubt waren, suchen musste, dass es das nun inzwischen in jedem Supermarkt in breiter Auswahl gibt. Das zeigt ja, dass Möglichkeiten bestehen. Aber natürlich ist klar, es wird immer eine Nische bleiben, in der nur die Spitzengastronomie eine Existenzberechtigung hat, die ganz eigene Wege finden muss natürlich. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum vieles davon nicht auch weiter nach weiter unten durchgereicht werden könnte, denn also
auch, wir haben in Berlin ja beispielsweise das Projekt Kantine Zukunft, das sich wirklich mit Kantinenessen befasst. Und das darauf setzt, Fleisch und Fisch weitgehend zu verdrängen. Und dann muss natürlich, damit Kantine überhaupt noch funktioniert, mal abgesehen von der Currywurst, die es da nicht mehr gibt, dann muss natürlich viel mehr Fantasie auf das angewendet werden, was da dann tatsächlich auf den Tisch kommt. Und mit irgendwelchen doofen Gemüsen, wie sie in jeder Ecke liegen, wird das dann auf Dauer nicht zu machen sein. Also ich glaube, wir haben ja diesen Top-Down-Effekt, die oben fangen an, erfinden Verrücktheiten, die sich nicht alle durchsetzen, aber weiter unten kommt dann doch sehr viel an. Es kann, glaube ich, gar nicht anders sein. Es dauert seine Zeit. Okay, danke für die Einschätzung. Auch eine tolle Initiative mit den Kantinen. Ich denke auch, ne, man kann es das eine oder andere ja auch runterbrechen. Es muss ja vielleicht nicht gar nicht immer so die Finesse sein, aber dass man einfach schon mal dieses Bewusstsein für regionale Lebensmittel oder auch eben für saisonale Lebensmittel noch mal stärker hat und nicht unbedingt immer die Avocado oder irgendetwas anderes auch mit reinpackt. Vielen herzlichen Dank an Sie. Wir werden es übrigens so handhaben, dass wir nach dem nächsten Vortrag von Dr. Elisabeth Sehmer auch noch mal einen Zeitraum eingeplant haben für den Chat. Also schreiben Sie uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne Ihre Fragen. Wir haben hier Sonja Ostermeier von Rheinhessenwein und Sandra Lange von der LAG am Chat sitzen. Die spielen mir ihre Fragen zu und die würde ich dann eben auch entsprechend an die Referenten weitergeben und sage an dieser Stelle dann nochmal herzlichen Dank und vielleicht bis später nochmal nach Berlin. Dankeschön. Ja, tolle Initiativen regionaler Erzeuger, die gibt es auch bei uns hier in der Region. Dr. Elisabeth Sehmer von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gibt uns jetzt Einblicke in Vermarktungsplattformen und Kooperationen von Direktvermarktern. Mal alleine, mal im Team bieten sie uns frische Lebensmittel aus unserer Heimat. Als Kopf der Vereinigung der Direktvermarkter Rheinland-Pfalz ist Frau Dr. Sehmer nah dran. Freuen Sie sich auf das, was sich bei uns so tut. Herzlich willkommen hier in Offenheim. Ja, vielen Dank, Frau Sahler. Auch von mir ein herzliches Willkommen in der Runde. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Also für mich sind die regionalen Produkte ja auch ein Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Wir haben gerade eben über den Herrn Mattis den Aspekt regionale Produkte aus der Verbrauchersicht gehört und ich gehe jetzt zurück an die Basis, also auf das Feld, in den Stall. Ich begleite jetzt mit Ihnen den Weg, die Direktvermarkter gehen, um ihre Produkte an den Verbraucher, die Verbraucherin zu bekommen, alleine oder im Team, denn da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die wollen wir einfach mal heute durchgehen. Die will ich mit Ihnen einfach ein bisschen erläutern. Moment, jetzt ist es zu schnell gegangen. Ganz kurz nur, ich will gar nicht viel zu meiner Person sagen. Frau Sahler hat mich ja schon angekündigt. Also ich bin Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer. Wir sind in der Beratung von Direktvermarktern tätig, helfen denen, wenn es um Investitionsvorhaben geht, um rechtliche Fragen, um Vermarktungsfragen, also um den ganzen bunten Blumenstrauß an Problemen und Möglichkeiten, die sich dann einfach auftun, wenn man Produkte direkt vermarkten möchte als Winzer oder als landwirtschaftlicher Betrieb. Wir beschäftigen uns daneben auch mit hofgastronomischen Angeboten. Auch das ist natürlich ja dann auch eine Form der Verwertung regionaler Produkte, die beispielsweise auch in so einem Regionalkonzept eine sehr große Rolle spielen kann. Spielt es ja auch beispielsweise in Form von Straußwirtschaften, Gutsschenken etc. Und der Landtourismus, der gehört auch zu unserem Beratungsbereich. So, dann steigen wir aber direkt ein in die Thematik. Und da würde ich Ihnen ganz gerne erstmal so einen kleinen Überblick geben, über wie viele Betriebe man denn redet. Weil wir natürlich wissen müssen, gibt es denn genügend Partner aus der Landwirtschaft, aus der Direktvermarktung, mit denen wir zusammenarbeiten können. Es gibt eine Landwirtschaftszählung, die in einem Abstand mehrerer Jahre durchgeführt wird. Und die Zahlen, die sich daraus ergeben, die sind dann immer so die Basis, die man zugrunde legt, um zu wissen, wie viele Betriebe da sind. Jetzt haben wir gerade bei den Direktvermarktern ja viele Betriebe, die an der Schwelle zur Weiterverarbeitung stehen, also Brot backen, ihre Schweine schlachten, Wurst herstellen, Marmelade kochen, Produkte einwecken.
Und das ist dann schon ein Übergang in den gewerblichen Bereich. Und in der Vergangenheit waren diese Betriebe nie dabei, sodass auch gerade in der Wahrnehmung, auch in der Politik, auch innerhalb des Berufsstandes, muss man dazu sagen, die Zahl der offiziell genannten Direktvermarkter immer viel kleiner war, als das in der Praxis der Fall ist. Das hat sich jetzt seit der Landwirtschaftszählung 2020 ein bisschen geändert. Da liegen die detaillierten Ergebnisse noch nicht vor. Ich bin da wirklich gespannt, was rauskommt, weil da erstmalig auch diese gewerblichen Betriebe mit dabei sind. Das ist für mich wirklich eine sehr interessante Sache, was dabei rauskommt. Es bleiben dennoch gewisse Unschärfen, aber ich denke, damit muss und kann man leben, weil viele Betriebe ja auch wirklich in kleinstem Umfang Direktvermarktung betreiben. Die spielen in der Menge nicht so eine große Rolle, sind aber dennoch für eine Region und für die Attraktivität der Direktvermarktung auch wichtig. Warum sollte man nicht auch einen Betrieb haben, der beispielsweise nur in der Zwetschgensaison Zwetschgen ab seinem Betrieb anbietet oder andere Produkte nur in einer kurzen Zeitphase des Jahres. Also ich finde das auch als Verbraucher sehr interessant, auf so einem Hof einzukaufen. Zur Zahl der Betriebe in Rheinland-Pfalz. Wir haben noch 16.400 landwirtschaftliche Betriebe. Daneben steht die Zahl der beiden Landkreise Rheinhessen. Da sind es 2.700, da haben Sie dann die Relation zu Rheinland-Pfalz. Unten drunter steht die Anzahl der Weinbauspezialbetriebe innerhalb dieser Gruppe. Wir können davon ausgehen, dass wir 1.500 Höfe haben, die Direktvermarktung betreiben. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass ungefähr 10%, und ich denke, das ist wirklich jetzt, sagen wir mal, die Zahl, die so als untere Grenze zugrunde gelegt werden kann, inzwischen Direktvermarktung betreiben. Und das finde ich schon eine stattliche und erwähnenswerte Zahl. Darüber hinaus gibt es noch 1.200 Höfe in dieser Gesamtmenge, die touristische Angebote betreiben. Also man stellt fest, also man darf einfach diese Einkommensalternative, diese Diversifizierungsformen einfach nicht mehr unter den Tisch kehren und nicht vernachlässigen. Und ich prognostiziere, dass diese Zahl in Zukunft auch weiter zunehmen wird. Ich kann Ihnen die detaillierten Zahlen für die beiden Landkreise noch nicht nennen, weil das Statistische Landesamt diese Zahlen noch nicht veröffentlicht hat. Aber ich denke mal, das wird sich mindestens in dieser Größenordnung bewegen. Genau. Auf die Winzer gehen wir, denke ich, heute nicht so detailliert ein, aber da sieht man, dass sehr viele Winzer anteilig Flaschenwein haben und insofern ja auch in dieser Form Direktvermarktung betreiben. Ja, zur Historie Direktvermarktung, vielleicht so einen kleinen Exkurs. Also die Direktvermarktung ist eigentlich die traditionellste Form der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte eines Hofes. Also im Prinzip ist die Vermarktung so angefangen. Zunächst war man Eigenerzeuger, Selbstversorger und dann hat man einfach auch Produkte direkt vermarktet. Und ja, Sie wissen alle, im Zuge der Entwicklung unserer Welt, unserer Gesellschaft hat diese Bedeutung erheblich nachgelassen. Ja. Ende der 1980er, Anfang 1990er Jahre gab es dann den ersten Direktvermarkter-Boom. Es sind Hofläden entstanden, teilweise sehr improvisiert, irgendwo in den Scheunen, auf den Betrieben, in recht einfach gestalteten Hofläden haben Landwirte ihre Produkte verkauft. Es entstanden erste Direktvermarkter-Zusammenschlüsse, es wurden erste Direktvermarkter-Verzeichnisse erstellt. Auch hier aus Rheinhessen gab es die ersten Initiativen, Heftchen wurden gedruckt, Adresslisten verteilt. Im Laufe der Zeit sind die natürlich dann auch EDV gestützt worden. Das war in dieser Phase der Start in diese Entwicklung. Ja, danach hat sich das wieder ein bisschen abgeflacht. Wir haben lange Jahre die Geiz-ist-geil-Zeit gehabt und da gab es einige Direktvermarkter, die wirklich auch sehr gut durchgehalten haben, wirklich einen treuen Stammkundenstamm hatten, sich gut weiterentwickeln konnten, aber in der Dynamik hat diese Entwicklung nachgelassen. Ja, und diese Geiz-ist-geil
Zeit ist, das haben wir eben ja auch schon bestätigt bekommen und das wissen wir alle selber, ist Gott sei Dank zu Ende. Also es gibt mit Sicherheit noch Teile der Bevölkerung, die wird man nicht überzeugen können von der Qualität von Produkten. Ich glaube, wir können auch nicht jedem Verbraucher nachlaufen, das brauchen wir gar nicht. Aber insgesamt ist einfach dieser Trend Gott sei Dank vorbei und wir haben diesen Regionaltrend, der für mich ein Megatrend ist, der nicht vorübergehend ist, der wird auch so schnell oder ich denke eigentlich nicht mehr abflachen und das ist eigentlich ein Pfund, auf dem wir aufbauen können und sollten. Das ist ja genau das, was wir hier auch mit diesen Initiativen machen wollen. Ich gehe auch davon aus, dass aufgrund der Gesamtsituation auf den Agrarmärkten, bei den Absatzperspektiven der Betriebe, sich der Direktabsatz forcieren wird. Wir hatten in der Vergangenheit es oft mit sehr kleinen Betrieben zu tun gehabt, die ihre Produkte direkt vermarktet haben. Diese Zeit ist längst vorbei. Wir haben richtig große Betriebe, wir haben kleine Betriebe, wir haben sehr unterschiedliche Nebenerwerbsbetriebe, Haupterwerbsbetriebe. Es ist eigentlich von allem etwas dabei. Und ich denke, der Corona-Effekt, der wird auch einen nachhaltigen Einfluss haben. Ich glaube, wir sind da wirklich auf einem stabilen, guten Weg, was jetzt diese Initiativen anbetrifft. Ja, jetzt würde ich ganz gerne einfach noch mal so ein paar Perspektiven werfen auf die Situation in den Direktvermarkterbetrieben. Wenn sie zunächst erstmal alleine am Start sind, also zunächst ist es ja so, das ist ja eigentlich auch schon abzuleiten aus der Definition, Direktvermarkter sind Betriebe, die ihre Produkte zunächst erstmal versuchen, ohne Zwischenhandel, sprich alleine an den Start zu bekommen. Und das ist die Besonderheit, aber auch eine ganz große Chance. Also Direktvermarkter ist in der Regel ein Individualist. Er hat einfach wirklich eben eine einzigartige Arbeitsweise in seinem Betrieb. Er hat einzigartige Produkte, sollte sich auch darüber im Klaren sein. Und das Besondere ist, und das wird dann auch jeder Marketing-Experte bestätigen, und wir sagen das in Betrieben auch immer, stellt das auch weil bei vielen Betrieben das gar nicht so bewusst ist, welches Pfund, welche Chance man hat, über seinen Betrieb, über seine Einzigartigkeit zu erzählen. Denn Storytelling, das ist ja auch so ein Trend der heutigen Zeit. Diesen Trend muss man unbedingt auch selber für sich und seinen Betrieb nutzen. Das ist für mich also ein ganz besonderes Augenmerk, das man in der Direktvermarktung auch als Betrieb haben sollte. Daraus leitet sich halt eben auch ab, dass jeder Betrieb einfach auch besondere Produkte hat, die besondere Produktionsverfahren, eine besondere Qualität, eine besondere Rezeptur, eine handwerkliche Verarbeitung, Besonderheiten in den Absatzwegen, in der Kundenabsprache. Das könnte man unendlich fortschreiben, denn es ist wirklich, wie schon vorher auch gesagt, nicht ein Betrieb gleich dem anderen. Jeder ist da besonders. Und es ist wirklich wichtig, dass man auch als Direktvermarkter diese Besonderheiten selber reflektiert, um diese einerseits dem Kunden gegenüber zu kommunizieren, sich damit zu profilieren. Das ist eben für mich auch ein zentrales Erfolgsrezept eines jeden Direktvermarkters. Wenn man jetzt mal aus der Perspektive eines Verbrauchers in den Direktvermarktungsbetrieb hereinblickt, ist es so, dass der Verbraucher halt wirklich eben dem Direktvermarkter gegenüber einen Vertrauensbonus schenkt. Genau das, was wir eben auch gehört haben aus Verbraucherperspektive, sucht der Verbraucher beim Betrieb. Er möchte kurze Transportwege, er möchte Transparenz haben, er möchte was Gutes tun für Tiere, er möchte ein gutes Gefühl für sich haben. Er will einfach auch einen Betrieb haben, auf dem er einkauft, in dem der
Erzeuger und für ihn sichtbar ist, authentisch gegenübertritt. Und genau das ist das, was für viele Kunden auch besonders wichtig ist bei der Direktvermarktung. Ich hatte schon eben gesagt, Anfang der 1990er Jahre hatten wir einen Hofladenboom. Da sind sehr, sehr viele Direktvermarktungsbetriebe entstanden. Zum Teil sind das die Betriebe, die jetzt auch vor der Betriebsleiter vor dem Betriebsleitungswechsel stehen, wo die neue Generation vielfach auch Gott sei Dank in die Betriebe wieder reingeht. Das ist häufig auch der Einstieg in die Direktvermarktung. Aber im Laufe der Zeit haben sich unendlich viele interessante Absatzwege entwickelt. Also der Hofladen alleine, den gibt es eigentlich fast auf keinem Betrieb mehr. Die meisten haben einfach irgendwo verschiedene Absatzwege, sich ihren Weg gesucht. Und das ist einfach für die Kunden auch eine tolle Vielfalt, eine tolle Chance, auch beim Direktvermarkter einzukaufen. Vielleicht hierzu eine Anmerkung. Wir haben als Vereinigung der Direktvermarkter kürzlich mehrere Filme erzeugen lassen und im Anschluss werden wir einen Film sehen, der genau diese Vielfalt der Absatzwege darstellt. Ja, gehen wir einfach nochmal in den Klassiker, in den Hofladen rein, denn ich denke, Hofläden wurden und kann man eben auch zukunftsorientiert ausrichten, damit sie für den Einkauf des Kunden interessant sind. Ich werde immer wieder in Gespräche reinbezogen bei den Beratungsgesprächen. Da geht es um das Sortiment. Da wird dann diskutiert, welche Produkte brauche ich denn in meinem Hofladen? Soll ich mich breit aufstellen? Soll ich mich spezialisieren? Da zeigt sich eindeutig ein Trend. Also es gibt sicherlich Hofläden, die ein relativ breites Sortiment haben, die einen relativ hohen Anteil an Laufkundschaft haben, gut gelegen sind, stark frequentiert sind. Aber je weiter ein Hofladen von Verbraucherzentren weg sind, umso wichtiger sind die eigenen Produkte, ist die Spezialisierung, ist das Bewusstsein des Kunden bei dem Bauern so und so, in dem Hofladen kriege ich genau diese Produkte und deshalb will ich eben auch hin. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es ist so, dass ich bei den Öffnungszeiten gucken kann, was ist denn zeitgemäß? Es ist so, dass sich die Einkaufszeiten, das Einkaufsverhalten der Kunden verändert hat. Es hat sich verlagert in Richtung Wochenende, in Richtung Abendverkauf. Also für viele Hofläden lohnt es sich einfach nicht mehr, von montags bis samstags ganztägig aufzuhaben, weil dann die Kundenfrequenz zu niedrig wäre. Aber da hat sich jetzt in letzter Zeit auch bei vielen Betrieben eine Kombination zwischen Hofladen und Automatenverkauf etabliert. Also das ist für mich auch eine tolle Sache, weil ich denke, nicht immer habe ich auch als Kunden das Bedürfnis, im Hofladen mich länger aufzuhalten. Ich gehe oft zum Automaten ganz gezielt hin, will bestimmte Produkte kaufen, kriege die mit einem ganz geringen Zeitaufwand. Und wenn ich dann einfach auch mehr haben will und vielleicht auch mal das Gespräch suche, habe ich dann immer noch die Möglichkeit, dann auch zu den Öffnungszeiten in den Hofladen reinzugehen. Also für mich ist das wirklich für viele Betriebe eine gute Lösung. Dann ist es so, für einen schönen Hofladen gehört für mich dazu, dass er einfach auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre bietet, schön gestaltet ist, vielleicht irgendwo vor dem Hofladen eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, ein entsprechendes Ambiente über eine Begrünung im Außenbereich vor dem Hofladen, im Hofladen selbst wirklich eben eine nette, schöne Ausstattung, die nicht unbedingt sich darin zeigen muss, dass ich da hochwertigste, teuerste Einkaufsmobiliare habe, sondern es muss einfach wirklich eine angenehme Atmosphäre sein. Das Thema bargeldlos zahlen ist ein Top-Thema. Also ich
kann es eigentlich nicht verstehen, dass es noch viele Hofläden gibt, in denen man noch nicht bargeldlos zahlen kann. Es gibt inzwischen so einfache Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlens. SumUp und andere Möglichkeiten bieten sich da und wir sagen den Betrieben halt eben, wenn wir der Meinung sind, dass es in den Betrieb passt und das ist meistens der Fall, dass es sich darum kümmern soll. Für einige Betriebe ist das Thema Imbiss ein Thema. Imbiss ist sowieso ein Thema, was in der Verpflegung der Bevölkerung eine immer größere Rolle spielt und da haben einige Betriebe auch in Kombination mit ihren Produkten, die sie haben, gute Möglichkeiten, auch Umsatz zu generieren und auch ihr Angebot zu steigern. Ja, dann das Thema unverpackt, das Thema umweltfreundliche Verpackungen bis hin zu unverpackt ist für mich ein Riesenthema. Das wird uns noch begleiten, da sind wir auch erst am Anfang. Da sind auch viele Betriebe auf dem Weg, sich da Gedanken zu machen und was zu überlegen. Das ist vielleicht auch ein Thema, was man vielleicht auch aufgreifen kann im Rahmen der Weiterentwicklung hier in der Region. Ja, und dann noch zuletzt das Thema Vorbestellungen. Also bei besonderen Produkten, ich denke einfach schwere Hähnchen oder Rindfleisch oder wenn ich geräucherte Forellen habe etc., wo ich einfach wirklich auch mich darauf einstellen muss, wenn ich eine bestimmte Produktionsmenge habe, dass die auch weggeht, ist das Thema Vorbestellung sehr wichtig für den Betrieb, aber auch sehr interessant für den Kunden. Ja, welche Absatzwege liegen im Trend? Also das ist wirklich ganz toll, was sich da in der Direktvermarktung tut. Und da ist von hochdigitalisiert bis einfach, ist je nach Betrieb sehr vieles zu finden. Es gibt einige Betriebe, die sogar mit der Vertrauenskasse einen ganz einfachen Verkauf realisieren und damit gute Erfahrungen machen. Die ein kleines Hühnermobil haben, die ihre Eier mit Vertrauenskasse kaufen und die, so berichten sie uns, in der Regel gute Erfahrungen haben. Ich denke, das ist mit Sicherheit keine Sache, die, wenn man die Direktvermarktung ausbaut, auf Dauer der Weg ist, aber für den einen oder anderen kann es durchaus ein guter Einstieg sein. Ich denke, das Thema Verkaufsautomaten, das hatten wir eben schon, finde ich eine tolle Sache. Ja, dann gibt es neue Ideen. Ich denke an die Selbsternte. Also lebe in Ockenheim. Wir haben zwischen Ockenheim und Gau-Algesheim einen Betrieb, der bietet jetzt auch Selbsternte, nicht nur den Klassiker Erdbeerpflücken an, sondern inzwischen auch Tomaten und Gemüse selbst ernten. Also das sind auch tolle, innovative Ansätze, die sicherlich je nach Betrieb sehr ausbaufähig sind. Ja, dann haben wir die Chance, mit digitaler Unterstützung die Direktvermarktung noch weiter voranzutreiben. Man kann entweder nur eine Vorbestellung machen, digital, oder das so ausgestalten, dass es ein richtiger Online-Shop ist. Ja, dann gibt es ganz innovative Absatzideen. Sie sehen, ich zähle einfach mal den Strauß an Möglichkeiten auf, den es gibt. Und Sie sehen auch, dass es wirklich total vielfältig ist. Also wie gesagt, es gibt Betriebe, die Leasing-Angebote machen, sei es vom Huhn über einen Apfelbaum, über eine Kuh. Also es gibt tollste Ideen, Genussscheine. Also da tut sich ständig was Neues, was man auch total gut über Social Media zum Beispiel kommunizieren kann. Also tolle Ideen. Ja, und nicht zuletzt, der Lieferservice gehört auch dazu. Das ist einfach ein Servicegedanke, den man durchaus in dem einen oder anderen Betrieb ausbauen kann. Ja, das wäre so der Blick auf den Direktvermarkter, der alleine unterwegs ist. Und jetzt würde ich gerne einfach auch nochmal darauf eingehen, dass es ja auch viele Möglichkeiten gibt, als Direktvermarkter, der ursprünglich ein Individualist ist, haben wir ja gesagt, auch im Team weiterkommen kann. Und da habe ich einfach mal so ein paar Dinge aufgezählt, die mir sehr wichtig erscheinen für den Betrieb. Also ich denke mal, der Erfahrungsaustausch zwischen den Betrieben ist unheimlich wichtig, stelle ich immer wieder fest. Also wenn Direktvermarkter ihre Köpfe zusammenstecken, dann
können die so wertvolle Ideen austauschen, Fragen stellen, fragen, wo kriegst du das her, wie machst du das, wie ist deine Rezeptur, wie gehst du mit dem Produkt um. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Ja, dann finde ich, dass der Produktaustausch ganz wichtig ist, also gerade im Hinblick auf eine gute Sortimentsgestaltung im Hofladen, meine ich, dass man da sogar noch viel mehr machen kann. Vielleicht wäre auch das eine Sache, die man noch mehr ausbauen kann. Ich sage immer beim Produktaustausch, wenn ich unter Direktvermarktern Produkte austausche, muss ich natürlich immer wissen, dass ich auch meinem Kollegen faire Preise gewähre und die Preisaufschläge vielleicht dann nicht so hoch sein können, wie wenn ich in den Großmarkt fahre und Ware kaufe. Aber das ist einfach genau das, was beiden eigentlich eine Win-Win-Situation bringt. Ich gebe meinem Berufskollegen die Chance, seine Produkte an Kunden zu geben, die zu meinem Kundenstamm gehören. Und ich werte mein eigenes Sortiment mit regionalen tollen Produkten auf, wo ich wirklich auch sagen kann, wo sie herkommen. Ja, dann ein Thema, das gehört zur heutigen Zeit dazu. Ich predige manchmal so ein bisschen dafür, weil wir da, glaube ich, ganz viel PS noch nicht auf die Straße bringen, Lobbyarbeit. Also wir haben es halt, und zwar im Land und auch überregional, wir haben es in der Direktvermarktung mit ständig neuen Vorschriften und Problemen und Dingen zu tun, die auf die Betriebe zukommen und es ist wirklich wichtig, dass man darauf auch hinweist an den Stellen, wo die Stellschrauben gemacht werden. Das ist wirklich total wichtig. Ja, dann gehört das Thema Öffentlichkeitsarbeit dazu. Das ist für mich ganz wichtig, wobei ich denke, wir haben so viele tolle Argumente für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir können auch viele Dinge machen, ohne dass man dafür ganz viel Budget braucht. Das ist wirklich ein Pfund, das man auch noch stärker nutzen muss. Eine Sache, die im Verbund noch ausbaufähig ist und für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir Bedingungen schaffen, dass bestimmte Lohnarbeiten halt eben zur Verfügung gestellt werden können. Sei es, ich bin im Moment ganz stark im Bereich mobiles Schlachten von Hühnern. Wir haben in der Vergangenheit ganz viele Mobilställe für Legehennen bekommen und irgendwann stehen die Hühner zur Schlachtung an. Ja, und das kann nun mal und will nun mal nicht jeder Betrieb auf seinem Hof machen. Und da sind solche Dinge total wichtig. Also mobile Schlachtmöglichkeiten, sei es für Hühner, aber eben auch für andere Tiere. Das wären ja auch super Argumente, weg von der großen Tierhaltung hin in kleine Strukturen. Da müssen wir dran arbeiten, aber auch Unterstützung bei Spelzen von Dinkel und Abfüllen von Saft in Bag-in-Box und Herstellen von Nudeln. Also ich könnte diese Auflistung endlos vervollständigen. Ich denke, da könnten wir den Betrieben auch sehr viel Unterstützung leisten, wenn wir da noch ein bisschen stärker mit Aufbauen helfen. Das käme einfach insgesamt noch zugute. Ja, dann gehört natürlich auch dazu, dass man Projekte macht, bei denen man im Verbund vermarktet, also gemeinsam auftritt in der Vermarktung, gemeinsame Projekte umsetzt. Da werden wir gleich noch das eine Beispiel der Marktschwärmer kurz ansprechen. Sie können sich gut vorstellen, was ich da insgesamt mit meine. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier nochmal aufgelistet, was ich so für unter Direktvermarktung im Team verstehe. Also man kann es ja ganz lokal aufziehen und sehen. Das wäre, da gibt es einen Bauernmarkt in Bauernladen in Kandel, der gemeinsam betrieben wird. Aber für mich ist beispielsweise auch ein Hofladen, bei dem Produkte von verschiedenen Direktvermarktern aus dem näheren Umfeld erhalten sind, im Prinzip auch ein Vermarkten im Team auf lokaler Ebene. Auf regionaler Ebene haben wir einige Zusammenschlüsse, die mehr oder weniger aktiv sind. Ich glaube, da brauchen wir auch eigentlich gar nicht drauf einzugehen, aber das sind eben auch Möglichkeiten, sich in der Region auszutauschen. Auf Landesebene
ist es so, dass es einen Landesverein der Direktvermarkter gibt. Für den bin ich in der Geschäftsführung bei der Landwirtschaftskammer auch zuständig. Der ist damals entstanden aus dem Projekt Landmarkt, aus dieser Initiative. Und weil wir gesagt haben, wir können auf regionaler Ebene keine Vereine unterstützen, wenn, können wir es nur landesweit machen. Ja, und da versucht der Verein, sich zu etablieren und insbesondere auch neben Projekten Lobbyarbeit zu machen. Für mich auf Landesebene eine Initiative ist beispielsweise auch der Bio-Einkaufsführer Rheinland-Pfalz, der ja vom Kompetenzzentrum am DLR in Bad Kreuznach herausgegeben wird. Oder es gibt auch Fachverbände für einzelne Produkte, die halt eben auf Landesebene auch im Team zusammenarbeiten. Auf Bundesebene gibt es die Fördergemeinschaft Einkaufen auf dem Bauernhof. Das ist im Prinzip auf Bundesebene das zentrale Fachgremium. Genau. Ja. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal auf Vermarktungsnetzwerke eingehen. Ich weiß nicht warum, aber echte Bauernmärkte, Erzeugermärkte haben sich bei uns in der Region nie so etabliert wie beispielsweise in Bayern oder in Niedersachsen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in Rheinland-Pfalz viele Regionen haben, die jetzt von dem Produktangebot her begrenzt sind, was die Erzeuger anbetrifft. In einigen Regionen gibt es viele Tierhalter mit den entsprechenden Produkten, in anderen Regionen mehr Obst und Gemüse, und fürs Gesamtsortiment hat man es irgendwie nie so hingekriegt. Also das ist eine Vermarktungsform, die es bei uns eigentlich so nicht gibt. Ja, dann gibt es gemeinsame Lieferservice-Angebote, Abokisten. Für mich, für bestimmte Verbraucher eine tolle Sache. Also da gibt es ja auch funktionierende Angebote. Das stelle ich gleich auf der nächsten Folie noch ein bisschen genauer vor, Landmarkt. Das ist eine Initiative, die Vereinigung der Direktvermarkter in Kooperation mit Rewe betreibt, und die Marktschwärme. Auch da gehen wir gleich noch mal näher ein. Deswegen überspringe ich jetzt dann diesen Teil oder gehe direkt zu Landmarkt über. Also wie gesagt, Landmarkt, der ein oder andere kennt es hier in den Rewe-Märkten. Ich will nicht sagen, dass es reibungslos gut verläuft. Das ist immer so, dass man da einfach auch Verbesserungsbedarf hat und auch manche Dinge machen wollte, die man nicht kann, weil der Partner nicht so mitzieht. Aber ich denke, insgesamt eine tolle Sache. Wir kooperieren da mit der Verkaufsregion Rewe Mitte. Leider nur mit Rewe Mitte, aber hier sind wir ja in der Kernregion von Mitte. Im Südwesten und auch im Westen ist Rewe da jetzt nicht so an einer Zusammenarbeit mit Direktvermarktern interessiert, leider, aber wie dem auch sei. Wir haben angefangen mit Landmarkt 2011. Wir sind in 35 Märkten. Wir haben 35 Betriebe, die Landmarkt zertifiziert sind und für die sich seither dieser Absatzweg als wichtiges Standbein des Betriebseinkommens entwickelt hat. Nur um eine Größenordnung Ihnen zu zeigen, wir hatten 2020 3,8 Millionen Umsatz über diesen Vermarktungsweg. Ja, dann würde ich ganz gerne noch kurz was zu den Marktschwärmern sagen. Da tut sich in letzter Zeit ja auch ganz viel. Der ein oder andere wird es kennen. Der Träger dieses Projektes ist die Tochtergesellschaft von einem ehemaligen französischen Start-up, die sich zum Ziel gemacht haben, ein Online-Portal zu starten. In diesem Online-Portal sind zusammengefasst unterschiedliche Abgabestandorte, sogenannte Schwärmereien. Und von diesen haben wir inzwischen 11 in Rheinland-Pfalz. Wir sind eingestiegen 2017 mit der Schwärmerei in Mainz-Marienborn bei Mossels, ist, denke ich, vielen bekannt und sicherlich auch eine gute Schwärmerei, wenn man sie vergleicht mit anderen. Das Prinzip ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Es gibt eine Vorbestellung wenige Tage vor dem Übergabetermin, der jeweils an einem
Tag in der Woche in den späten Nachmittagsstunden stattfindet und die bestellten Waren bringen die Erzeuger dann zu diesem Übergabezeitpunkt mit, zu dem die Kunden kommen und dann von verschiedenen Erzeugern ihre Produkte erhalten. Ja, zur Fördergemeinschaft Einkaufen auf dem Bauernhof. Also für mich ist die Fördergemeinschaft Einkaufen auf dem Bauernhof so der Klassiker, der entstanden ist, als dieser erste Hofladenboom war und ganz viele Direktvermarkter wirklich noch sehr improvisiert eingestiegen sind in diesen Absatzweg. Ehemals war es für viele wichtig, dass sie ein Schild hatten, dass sie ein Logo hatten, dass sie eine Tüte haben. Inzwischen ist es eben auch ganz wichtig, dass man darüber auch verstärkt Lobbyarbeit betreibt. Das hatte ich schon gesagt, also ich kann das eigentlich nur wiederholen, weil meine Erfahrung zeigt, dass wenn man nicht über Probleme sachlich redet, sie nicht wahrgenommen werden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und jeder Betrieb, der mitmachen möchte, ist in dieser Runde herzlich willkommen. Zur Vereinigung hatte ich eben auch schon gesagt, die ist entstanden, Sie sehen 2011, das ist auch das Jahr, in dem die Landmarktinitiative nach Rheinland-Pfalz kam. Wir haben 69 Mitglieder, die überwiegend aus Rheinhessen kommen, also das wäre schon mal eine Gruppe, mit der man zusammenarbeiten könnte, und unsere Kernaufgaben in der Vereinigung sind halt eben Projekte umzusetzen, dann eine Interessensvertretung zu betreiben, Netzwerkaustausch, Erfahrungsaustausch zu organisieren, Betriebe über wichtige Dinge zu informieren, rechtliche Art beispielsweise etc. Auch da ist jeder herzlich willkommen. Und in dieser Runde ist der eben schon zitierte Film entstanden, der nachher auch gezeigt wird. Und über die Vereinigung sind beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben immer gesagt, oh, wir stellen uns immer mit selbstgeknipsten Fotos dar und das ist alles nicht professionell. Und wir hatten jetzt ein paar Runden, wo ein Fotograf professionelle Bilder gemacht hat und wir sind so dankbar, weil man da einfach auch ein ganz anderes Auftreten hat. Ja, so langsam komme ich zum Ende. Also wie gesagt, gemeinsam am Start hatte ich Initiativen vorgestellt. Es gibt darüber hinaus noch ganz viele Start-ups, die im Moment nicht unbedingt aus der Landwirtschaft, sondern in der Regel aus dem Bereich der EDV kommen und Ideen entwickeln, mit Direktvermarktern ins Geschäft zu kommen. Ich finde, viele davon können eine wertvolle Ergänzung sein und Kunden- und Absatzpotenziale erschließen. Aber wichtig ist, oder bei vielen ist es das Problem, dass sie nie eine Durchschlagkraft entwickeln und beim Verbraucher, beim Kunden ankommen. Dann nutzen sie einfach auch nichts und der Aufwand ist für die Betriebe einfach auch nicht tragbar. Und wir haben viele Betriebe, die am Limit belastet sind. Das ist eben auch ein Problem, gerade die Betriebe, mit denen wir gut Projekte machen könnten, die winken dann schon ab, weil sie halt eben sehr stark ausgelastet sind. Und eine Sache, das wäre vielleicht auch noch eine Herausforderung, ist, dass man daran arbeitet, dass man die Produktvielfalt noch erweitert, weil das einfach auch noch eine Sache ist, die zu einer attraktiven Direktvermarktung dazugehört. Wichtig ist und was bleiben muss, Sie werden jetzt auf dem Bild vielleicht den einen oder anderen erkennen oder auch nicht. Von hier aus ist es nicht zu erkennen, ob die Gesichter so klar sind. Wichtig ist, dass bei allen Initiativen, egal ob man es alleine macht oder im Team, der einzelne Erzeuger eben sein Gesicht behalten muss, denn genau das ist einfach der Trumpf, den man auch in der Direktvermarktung hat. Zum Ausblick. Die Direktvermarktung ist ja als Nischenmarkt eingestiegen. Es gibt alte Nischen, die durchaus noch eine Berechtigung haben und ausbaufähig sind, aber wir haben ja heute schon ganz viele Ansätze gehört, wo man neue Nischen aufbauen könnte. Das ist wirklich so eine ganz Pioniersache, eine Sache, die einen wirklich weiterbringen kann, indem man Dinge macht, die eben nicht viele andere machen. Dann finde ich, das Thema Wertschöpfungsketten ist ein Begriff, der heutzutage sehr häufig verwendet wird.
aber der für mich halt wirklich einen ganz großen Stellenwert haben kann. Auch da bieten sich ganz viele Ansatzpunkte in der konkreten Umsetzung, Kooperation mit Metzgern, mit Bäckern, mit Gastronomen, mit Kantinen, wo wirklich aber auch fair miteinander umgegangen wird. Das habe ich bei manchen Projekten in der Vergangenheit ein bisschen vermisst. Man wollte die regionalen Produkte haben und wenn es darum ging, faire Preise für diese tollen Produkte zu bezahlen, dann war man manchmal schnell am Ende. Und das muss sich einfach ändern, wenn man ehrlich für regionale Produkte im Team werben will und das weiterbringen will. Ja, dann hatte ich eben auch noch gesagt, für mich ist auch der Ausbau regionaler Strukturen ganz wichtig zur Unterstützung der Direktvermarktung, weil nicht jeder kann sich die Strukturen auf seinem Hof schaffen, investieren, weil das einfach zu teuer ist und auch nicht ausgelastet werden kann in einigen Fällen. Trends beachten, da habe ich ja schon wichtige genannt. Das große Thema Tierhaltung ist ein tolles Thema für einige Betriebe. Es ist einfach wirklich so, wir haben es ja auch vorhin gehört, nicht jeder will auf tierische Produkte verzichten und sie gehören ja im Prinzip auch zur Ernährung dazu, aber man will einfach mit gutem Gewissen die tierischen Produkte erzeugen und das ist ein Riesenpotenzial und Feld für Betriebe mit Tierhaltung. Und dann ehrlich bleiben, authentisch bleiben, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, und daraus leiten sich dann eben auch die Schlussfolgerungen ab für Partner, die mit Direktvermarktern zusammenarbeiten wollen. Wichtig ist, dass man die Projekte nicht so entwickelt, dass man die entwickelt und irgendwann dann anfängt, Direktvermarkter zu suchen, sondern die gehören von Anfang an mit ins Boot. Und eigentlich lässt sich nur mit den Direktvermarktern dieser Schatz, dieses wichtige Pfund regionale Produkte weiterentwickeln. Ja, vielen Dank jetzt erstmal von meiner Seite und ich würde jetzt sagen, jetzt muntern wir uns erstmal auf, indem wir mal ein paar bewegte Bilder angucken und da würden wir jetzt uns den gemeinsamen Film anschauen. Vielen Dank. Ich bleibe hier. Gut. Du möchtest deine Lebensmittel mit Vertrauen und einem guten Gefühl genießen? Sie sollen nicht nur gut schmecken, sondern du möchtest auch wissen, wie und wo sie erzeugt wurden? Tierwohl und faire Bedingungen sind dir dabei sehr wichtig? Wie wäre es da mit einem Einkauf bei uns Landwirten in Rheinland-Pfalz? Bei uns bekommst du tolle Produkte direkt vom Erzeuger. Anbau und Verarbeitung liegen in unseren Händen. Unsere frischen Produkte bekommst du über unterschiedlichste Wege. Immer hast du auch die Möglichkeit, unsere Höfe einmal direkt vor Ort unter die Lupe zu nehmen und Fragen zu stellen. Hofläden sind der Klassiker. Sie warten mit einer großen Produktvielfalt auf und mit erstklassiger Beratung. Rund um die Uhr bieten Automaten und Selbstbedienungshütten frische Lebensmittel an. So nachts und an Sonn- und Feiertagen. Auch ganz individuelle Lösungen erfüllen auf einigen Höfen bestens ihren Zweck. Ein besonderes Erlebnis bieten Selbstpflückfelder. Hier kannst du dein Obst und Gemüse selbst ernten. Das macht nicht nur Spaß, sondern es bringt dir die Produkte auch besonders nah. Auch Bestellungen nehmen wir gerne entgegen. Online, telefonisch oder direkt bei uns auf dem Hof. So kannst du sicher sein, dass alles, was du haben möchtest, auch verfügbar ist. Kannst du die Produkte bei uns abholen. Ein Highlight ist die Marktschwärmerei in Mainz-Marienborn. Die Produkte von verschiedenen Höfen können online in Ruhe vorbestellt und dann erntefrisch jede Woche dort abgeholt werden. Und schließlich bieten viele Rewe-Filialen unsere Produkte unter der Marke Landmarkt an, die wir direkt mit unseren saisonalen und regionalen Produkten beliefern. Sie kommen also direkt von unseren Höfen in den Markt. Ob früh oder spät, spontan oder vorausplanend, zahlreiche Wege führen zu frischen und hochwertigen Lebensmitteln von unseren Höfen. Damit trägst du aktiv zum Erhalt unserer heimischen Landwirtschaft bei. So lassen sich Genuss und ein gutes Gefühl in wunderbarer Weise verbinden.
direkt Lust, mal auf den Hofläden vorbeizuschauen oder jetzt Äpfel selber zu pflücken oder was auch immer. Liebe Frau Dr. Sehmer, vielen, vielen Dank für die Einblicke in den Regionaltrend, in den Megatrend, Regionaltrend. Also ich glaube, es ist wirklich ein Thema, was uns noch beschäftigen wird auch. Darauf sollten wir aufbauen. Sie haben vieles vorgestellt. Es ist eine tolle Vielfalt, die wir hier schon haben. Und ich finde auch einfach ein wertvoller Mix aus Einzelmaßnahmen, aus Kooperationsmaßnahmen. Das sind tolle Ideen, wertvolle Netzwerke. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dranbleiben, weil man sieht ja, da hat sich in den letzten Jahren einfach auch viel entwickelt. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Liegt mir auch sehr am Herzen, das ganze Thema. Jetzt gab es sogar direkt auch im Chat schon eine Frage von Michael Berger, nämlich ob Ihnen die Gründe bekannt sind, warum denn Rewe das Konzept Landmarkt nicht noch dynamischer vorantreibt. Haben Sie da eine Idee dazu? Ja, das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, weil es einfach auch ganz viele Aspekte gibt, die da eine Rolle spielen. Es ist so, dass wir zunächst erstmal mit Verantwortlichen bei Rewe dieses Konzept entwickelt haben. Und dann ist es ein weiter Weg, bis dieses Konzept in den Märkten umgesetzt wird, bei denen halt unter großem Zeitdruck Menschen arbeiten, die zum Teil auch von Rewe nicht mit den Hintergrundinformationen eingewiesen werden, es eine hohe Fluktuation beim Personal gibt, häufig mit Minijobbern, mit wechselnden Leuten gearbeitet wird und entsprechend dann eben auch die Warenpflege zuweilen nicht so ist, wie sie ist. Also alle sind wirklich ernst, bleibt einfach ganz viel Schwund auf der Strecke bei der Umsetzung. Hinzu kommt, dass halt eben neben den Filialmärkten, die direkt Rewe untergeordnet sind, eben auch freie Kaufleute im Verbund sind, die eben auch eine stärkere Selbstgestaltung des Sortiments betreiben können. Und da gibt es halt eben Marktleiter, die sehr hinter den regionalen Produkten stehen und mit Begeisterung die auch platzieren. Und das merkt man auch beim Umsatz in den Märkten. Diese Märkte sind definitiv auch die besseren. Ja, lohnt sich sogar, es lohnt sich definitiv, aber es ist einfach nicht so, dass jeder zu überzeugen ist. Auch da sind wir noch nicht so, dass wir uns mit dem zufrieden geben, wie es ist. Da ist sicherlich auch noch mehr machbar. Ja, okay, dann muss man einfach auf die Motivation dieser Märkte hoffen, auch auf Kommunikation, Mitarbeiterschulung. Ne? Ich glaube, das sind einfach wichtige Stellschrauben, wo man das Ganze noch ein bisschen vorantreiben könnte, wenn man sofern man den Einfluss hat. Ja. Und einen wichtigen Beitrag können natürlich auch die Kunden leisten. Das ist ein Appell an jeden, denn jeder ist irgendwann irgendwo Kunde. Mhm. Wenn man als Kunde nach diesen Produkten fragt, nicht nur sucht und sie nicht findet, sondern vielleicht auch fragt und das kommuniziert, dann ist das ein wertvoller Beitrag, über den wir uns freuen würden. Dann fragen wir doch beim nächsten Rewe-Besuch mal nach den Regionalmarkt, nach den Landmarktprodukten. Also wir alle sind aufgerufen, ne, uns auch hier an der eigenen Nase zu fassen. Klar, es ist so ein Thema. Ne? Mhm. Genau, wenn nicht danach gesucht wird, dann wird sich auch nicht so die Mühe gegeben. Okay, dann schaue ich nochmal in Richtung Chat. Wenn Sie weitere Fragen haben zu den ersten beiden Vorträgen von Frau Dr. Sehmer und auch von Herrn Matthies, dann gerne jetzt nochmal im Chat schreiben. Da sehe ich jetzt aber aktuell nichts. Deshalb würde ich sagen, wir nach all den Anregungen gönnen wir uns und Ihnen auch eine kleine Pause von 10 Minuten. Ich würde sagen, wir machen dann weiter um... Michael, gibst du mir die Zeit? 5 vor, also um 15.55 Uhr geht es munter weiter. Wir haben für Sie in der Pause auch noch ein paar rein hessische Impressionen. Sie dürfen aber auch gern einfach mal raus, die Nase in die Sonne strecken. Wir sehen uns in 10 Minuten. Ich freue mich drauf. Vielen Dank nochmal an Frau Dr. Sehmer. Ja, vielen Dank und viele Grüße in die Runde nochmal. Tschüss. Rheinhessen bietet viele Sehenswürdigkeiten. Am bekanntesten ist wohl der Mainzer Dom im Herzen der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Aber in der Gutenbergstadt findet man neben ihrer jahrtausendealten Kultur auch ganz moderne Ecken.
südlich von Mainz liegt Nierstein, auch für Wanderer über den Rhein-Terrassenweg gut erreichbar. Hier befindet sich die älteste belegte Weinlage Deutschlands, die Niersteiner Glöck, die zu den berühmten Lagen des Roten Hangs gehört. Ein 280 Millionen Jahre altes rotliegendes Gestein, das dem Wein hier einen besonderen Geschmack verleiht. Überhaupt hat die rheinhessische Weinkulturlandschaft ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter. Als größtes Weinanbaugebiet Deutschlands mit über 26.000 Hektar Rebfläche bietet Rheinhessen eine besondere Vielfalt, die Landschaft und Wein gleichermaßen erlebbar machen. Und auch Fahrradfahrer kommen auf den vielen gut beschilderten Radwegen auf ihre Kosten. Die Sicht vom Brudersberg auf den Rhein wurde nicht umsonst vom Deutschen Weininstitut zur schönsten Weinsicht gekürt. Liebhaber sakraler Bauten kommen in Oppenheim auf ihre Kosten. Die Katharinenkirche ist eine der bedeutendsten gotischen Kirchen am Rhein. Gleich neben dem im 12. Jahrhundert erbauten Kaiserdom in Worms. Der ist jährlich Schauplatz der berühmten Nibelungenfestspiele. Wer eine der begehrten Karten ergattert hat, kann sich vor der Aufführung oder während der Pause im Heilshofpark stärken und Lust wandeln. Westlich von Worms liegt der kleine Ort Flörsheim-Dahlsheim, der vor allem für seine klasse Weine und seine Fleckenmauer bekannt ist. Die wurde im 15. Jahrhundert um den sogenannten Flecken Dagolfesheim, heute Dahlsheim, gebaut und hat daher ihren Namen. Zentrum des Geschehens in Alzey ist der Rossmarkt. Hier steht mittig der gleichnamige Rossmarktbrunnen. Hauptattraktion ist das Ross des Spielmanns und Ritters Volker von Alzey, von Einheimischen liebevoll Max genannt. Mitten in den Weinbergen um Flohnheim liegt der berühmte Trullo. Der Name Trullo kommt aus dem Italienischen und bezeichnet die vor allem in Apulien vorkommenden Rundhäuser. Die Weinberghäuschen bieten Wanderern und Winzern Schutz vor Kälte, Regen und Gewitter und laden zum Verweilen ein. In Bingen am Rhein ist erster Anlaufpunkt der Mäuseturm, in dem laut Legende die Anwohner von Bingen im 16. Jahrhundert ihren herzlosen Bischof Hatto eingesperrt haben. Von hier aus kann man am Kulturufer flanieren, das hier zur Landesgartenschau 2008 komplett neu gestaltet wurde. Wer Weinlese live erleben möchte, kommt im Herbst in der rheinhessischen Schweiz in Sieversheim auf seine Kosten. Die Ausläufer des nordpfälzischen Berglandes sind hier geprägt von Wäldern, Wiesen und sanften Hügeln, die man zu jeder Jahreszeit beim Wandern auf einer der rheinhessischen Hiveltouren erkunden kann. Auf dem Weg nach Ingelheim kommt man durch die ehemalige Kaiserpfalz. In Oberingelheim liegt die Burgkirche, in Niederingelheim lohnt sich ein Besuch im Winzerkeller. Das 1904 von der Winzergenossenschaft erbaute Gebäude diente früher unter anderem als Kältehalle. Heute befindet sich hier eine Wohlfühloase für Einheimische und Touristen. Die sich auch jedes Jahr im Sommer hier in Ingelheim zum modernen Weinfest Burgberg an der Weibs treffen. Hier sollen alle zusammenkommen, den Weinberg und den Wein genießen, in schöner Atmosphäre bis zum Sonnenuntergang.
11. Rhein-Hessen-Konferenz. Und wir haben uns in diesem Jahr mal was ganz Neues für Sie ausgedacht, nämlich ein Speed-Dating, wie man so neudeutsch sagt. Ja, aber was ist dann jetzt so ein Speed-Dating? Das sind interessante Impulse zum Thema regionaler Genuss, knackig auf den Punkt gebracht. Wir haben uns 4 Referenten eingeladen und freuen uns sehr, dass sie heute bei uns sind, zugeschaltet werden, wie auch immer, um uns einen Einblick in die Vielfältigkeit des Themas regionaler Genuss zu geben. Wir starten jetzt mit Stefan Gothe. Er ist Geschäftsführer der Regionalwert Impuls GmbH in Bonn und stellt uns die Ziele und Umsetzung der Regionalwert AG vor. Hier können Bürger nämlich Aktien zeichnen und so eine Wertschöpfung vom Acker bis zum Teller ermöglichen und fördern. Wie das genau funktioniert, das erklärt uns jetzt Stefan Gothe. Wir haben ihn live zugeschaltet aus Bonn und ich sehe auch schon, dass er da ist. Juhu, die ersten Schalten haben nämlich nicht so reibungslos funktioniert. Deshalb ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Gothe, und ich überlasse Ihnen sozusagen die Bühne bzw. den Bildschirm. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein kann und Regionalwert AG nochmal vorstellen darf. Ich habe auch den letzten Vorträgen gelauscht. Da war ja schon viel von regionaler Wertschöpfung gesprochen und von regionalen Produkten. Von daher würde ich jetzt gerne einmal ganz kurz im Speed-Dating darauf eingehen, was die Regionalwert AG ausmacht. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt alles ganz gut. Genau, ich bin Geschäftsführer der Regionalwert Impuls GmbH in Bonn. Das ist die Dachorganisation aller Regionalwert AGs. Wenn wir auf die Deutschlandkarte gucken, dann ist das Bild der Regionalwert AGs in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Wir haben mittlerweile 8 Regionalwert AGs gegründet. Die erste tatsächlich dieses Jahr 2015, also vor 15 Jahren in Freiburg 2006 gegründet. Die letzten jetzt im Bodensee, Oberschwaben und Münsterland dieses Jahr. Dann haben wir ganz viele Initiativen, die einen Vorvertrag haben, die eine gründen wollen. Dazu gehört Luxemburg, da gehört in Niedersachsen, Bremen und Weser-Ems zu. In Nord- und Mittelbaden soll eine entstehen, in Mecklenburg-Vorpommern. Und ganz viele, das sind die hellgelben, tatsächlich mit Interesse auch eine zu gründen. Das heißt, wir hoffen irgendwann, diese Karte von den weißen Flecken zu befreien. Wenn wir einfach mal angucken, was haben die bisherigen Stand 2020, waren es ja dann noch 5 Regionalwert AGs, die haben 10 Millionen Grundkapital eingesammelt von über 3.000 Aktionären. Es sind so circa 20 Mitarbeiter in den AGs. Es sind Beteiligungen von 7 Millionen in Betriebe. Da gehe ich auch gleich nochmal mit einem Film drauf ein. Es gibt insgesamt bundesweit über 100 Partnerbetriebe mit 1.500 Mitarbeitern und einen Umsatz von 250 Millionen in den Partnerbetrieben. Ich würde einmal den Film zeigen, weil der, finde ich, erklärt das ganz gut und ist ein Beispiel jetzt hier aus dem Münsterland, wo wir den Film eingebaut haben. Die Regionalwertidee. Wenn es um Landwirtschaft und Lebensmittel geht, zeigen alle mit dem Finger aufeinander. Der Verbraucher zeigt auf den Bauern und sagt, Maiswüste und Massentierhaltung will ich aber nicht. Der Bauer zeigt auf den Händler und sagt, ich muss aber Masse machen, sonst kauft der Händler woanders. Und der Händler sagt, der Verbraucher will es aber billig. Das Ergebnis? Alle verlieren. Aber wie kommt man da raus? Zum Beispiel mit der Regionalwertidee. Und die geht so. Man gründet eine Bürgeraktiengesellschaft, die Regionalwert AG. Nicht börsennotiert natürlich. Die Regionalwert AG gibt regelmäßig Aktien aus an die Bürgerinnen und Bürger der Region. Das Geld investiert sie dann in kleine Betriebe. Und zwar vom Acker bis zum Teller. In Bauernhöfe, Lebensmittelverarbeiter, Händler, Gaststätten. Die Betriebe verpflichten sich, sozial und ökologisch zu arbeiten und darauf, sich untereinander möglichst viele Erzeugnisse abzunehmen. Wie das praktisch funktioniert? Hier ein Beispiel. Man nehme Bürgerinnen und Bürger, einen Ackerbauern und einen Milchviehbetrieb, eine Molkerei, eine Brauerei und einen Laden. Die Bürger kaufen sich Regionalwertaktien. Die Regionalwert AG beteiligt sich an den Betrieben mit Eigenkapital und stärkt so ihre finanzielle Grundlage, hilft ihnen auf ökologische Landwirtschaft umzustellen, Nachfolger zu finden und regt sie an, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel so. Der Brauer sagt dem Ackerbauern, ich brauche das und das an Gerste für mein Bier. Ich zahle auch einen vernünftigen Preis. Gern, sagt der Ackerbauer. Das Bier geht dann an den Laden und an die Gaststätte.
Und die Braumeische, die bekommt der Milchviehbetrieb als Kraftfutter. Da freuen sich die Kühe und geben gute Milch. Daraus macht die Molkerei dann Joghurt, Quark und Butter. Und die gehen in den Laden. Und der Ackerbauer freut sich über den Mist der Kühe. Mit denen düngt er nämlich seine Felder. Da sind auch schon die Bürgerinnen und Bürger. Die freuen sich über leckere regionale Produkte. Von kleinen Betrieben vor ihrer Haustür, die sie kennen. Die vernünftig umgehen mit Tieren, Menschen und Umwelt. Und die ihnen ein kleines bisschen mitgehören. Über ihre Aktien. Und wenn die Bürger möglichst viel von ihren Betrieben kaufen, können sie sich irgendwann nicht nur über gute Lebensmittel freuen, sondern auch noch über eine kleine finanzielle Dividende und über eine lebenswerte Region, über Arbeits- und Ausbildungsplätze. So geht es allen gut. Der Zeigefinger hat ausgedehnt und alle gewinnen. Da wollt ihr mitmachen? Dann informiert euch. Die Regionalwertidee gibt es bereits in mehreren Regionen, zum Beispiel in der Region Münsterland. Ab einer Aktie geht es los. Die kostet 600 Euro. Mehr unter www.regionalwert-münsterland.de. Genau, das ist das Konzept der Regionalwert AG. Das heißt, wir geben Bürgeraktien aus, wir investieren das Geld in regionale Betriebe von Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Gastronomie. Wir werden dadurch die Investitionen werden wir Miteigentümer der Betriebe und die Betriebe zu Partnern. Wir haben aber auch ein Lizenzpartnermodell, wo Partner mitmachen können, die kein Kapital brauchen. Wir stärken mit Dienstleistungen wie Hochnachfolge, Beratung, Vernetzung, Projektakquise die Betriebe und schaffen regionale Wertschöpfungsräume. Tatsächlich die Idee vom Acker bis zum Teller und machen die nachhaltigen Leistungen sichtbar. So sieht es aus vom Acker bis zum Teller. Ich habe ein Beispiel aus dem Rheinland mitgebracht, wo ich ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender bin. Das sind unsere Betriebe in der ersten Stufe der Erzeugung, ganz vielfältig, in der Verarbeitung, im Handel und Logistik, in der Gastronomie. Und wir haben auch noch Netzwerke und Ernährungsberater damit, weil also wirklich das gelingt, tatsächlich vom Acker bis zum Teller in diesem Netzwerk unterwegs zu sein. Was von Anfang an zur Regionalwertidee gehörte, war die Leistung der Betriebe anhand von sozialen, ökologischen und regionalökonomischen Kriterien sichtbar zu machen. Ich habe hier die mal aufgezählt, also Regionalökonomie, Soziales, Ökologie mit den jeweiligen Unterkategorien. Und zu den einzelnen Kategorien gehören dann auch noch 9 Leistungskennzahlen, sodass wir insgesamt fast 150, je nach Betrieb, an Kennzahlen erfassen, um die nachhaltigen Leistungen sichtbar zu machen. Das sieht dann so aus, links mal ein Beispiel aus dem Rheinland, da haben wir eine Matrix erstellt, wo nach diesen Bereichen gezeigt wird, was so ein Betrieb leistet. Die Berliner Regionalwert AG hat das in einen Bericht gepackt und auch da jeden Betrieb mit seinen Leistungen vorgestellt. Und die Basis von dem Ganzen ist, dass wir mittlerweile aus diesen Kriterien ein Online-Tool haben, wo wir die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse, also die Werte der Betriebe, eingegeben werden. Dann kommt so ein Bericht raus, natürlich auch die einzelnen Kennzahlen nochmal untergliedert. Und wir haben ein zweites berechnen, weil wir es ganz wichtig finden, auch die Nachhaltigkeit zu bewerten, eine Regionalwertleistungsrechnung. Und da kommt zum Beispiel in einem Betrieb raus, dass er letztendlich 330.000 Euro gesellschaftliche Gemeinwohlleistungen bringt. Er kriegt aber eigentlich nur 100.000 Subventionen. Und davon ist die Hälfte Ökoprämie und die Hälfte ist Flächenprämie. Und wir wollen mit diesem Ansatz weggehen von der Flächenprämie zur Prämie an nachhaltigen Leistungen gekoppelt. So sieht das aus, wenn man das nochmal beide Analysen nebeneinander für einen Betrieb stellt, wo wir sehen, zwischen Stark-Nachhaltigkeit und Nicht-Nachhaltigkeit auf diese 10 Bereiche bezogen und dann nochmal auch monetär ausgerückt. Das ist über Forschungsprojekte entwickelt worden und setzen wir gerade ganz aktiv ein. Und damit bin ich auch schon durch, um so ein kurzes Speed-Dating sozusagen zu machen. Ja, Herr Gothe, super. Sie haben unser Speed-Dating total gut begriffen und umgesetzt. Herzlichen Dank für die Regionalwert AG, diese tolle Idee so klasse auf den Punkt gebracht. Wir drücken Ihnen natürlich ganz feste die Daumen, dass sich Ihr Netzwerk erweitert. Ich habe nämlich gerade noch mal den Blick auf die Karte geworfen. Rheinhessen ist auch noch ein weißer Fleck. Ne? Deswegen haben wir gedacht, wir packen das heute mal mit in die Rheinhessen-Konferenz, weil wir selber von der Idee ganz angetan waren. Sonja Ostermeier und Sandra Lange, die haben, also Rheinhessen Wein und LAG Rheinhessen, die kannten das schon und haben gesagt, das ist was, was auch gut zu uns passt.
und wo wir einfach den Impuls hier schon mal setzen möchten und würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere da auch mit aufspringt und wir gemeinsam dann ins Gespräch kommen können. Also ich finde es wirklich eine tolle Idee, dass Leute da Aktien zeichnen können und dann auch noch mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Projekt. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht ein bisschen in der Pipeline bleiben, falls es später noch Fragen dazu gibt, denn wir machen mit Speed sozusagen weiter. Sicherlich ist nämlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie schon längst aufgefallen, Automaten, die an Straßenrändern stehen, Regiomaten, Vinomaten. Das ist jetzt unser Thema. Die versorgen uns Konsumenten ja sozusagen rund um die Uhr auf Knopfdruck mit regionalen Produkten. Hier gibt es einen tollen Mix aus Weinen, aus Grillfleisch, Obst, weitere regionale Produkte. Die findet man zum Beispiel auch in Dittelsheim-Hessloch beim Zisterzienser-Weingut der Familie Michel. Die haben sich einen Vinomaten zugelegt. Und Karen Michel erklärt uns jetzt gleich die Idee dahinter. Ich freue mich total, dass sie heute nach Oppenheim gekommen ist, um uns einen Einblick zu geben. Ja, neben den Klassenweinen der Familie Michel, da gibt es die ein oder andere Leckerei, die einfach auch hervorragend zu den Weinen passt. Und wir sind gespannt, wie die Familie denn diese wertvollen Kooperationspartner ausfindig gemacht hat. Herzlich willkommen hier in unserer Aula, sage ich an Karen Michel. So, bin ich noch im Bild, bin ich rausgehupst, die Technik hat mich wieder reingeholt. Ich freue mich, dass Sie hier sind und Sie haben uns auch eine tolle Präsentation mit ein paar Bildern mitgebracht, dass wir sehen können, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Deshalb überlasse ich Ihnen einfach mal die Bühne und freue mich, wenn Sie uns auch kurz bevor es losgeht, Ihren Betrieb mal vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Karen Michel, ich komme vom Zisterzienser Weingut in Dittelsheim-Hessloch. Der Name Zisterzienser leitet sich von dem Ursprung des Betriebes ab. 1173 wurde der nämlich von Zisterziensermönchen aus dem Kloster in Otterberg gegründet, das ein Filialkloster ist vom berühmten Kloster in Eberbach. Die Mönche gingen, der Wein blieb. Die Vorfahren meines Mannes haben den Betrieb erst gepachtet, später dann käuflich erworben und wir sind jetzt als achte Generation als reiner Flaschenweinvermarkter am Start und befinden uns auch in der Umstellung zum ökologischen Weinbau. Ich selbst komme aus Schleswig-Holstein von einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe Landwirtschaft gelernt und Agrarwissenschaften studiert in Kiel und in Göttingen. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und seit 2004 bin ich also in Rheinhessen. So, ich bin aber heute hier, um unseren neuen Mitarbeiter vorzustellen. Und zwar haben wir seit April einen Automaten auf unserem Betrieb, der sogenannte C-Cube, Außenstahl, Innenlecker. Jetzt will es natürlich nicht so, wie ich es gern wollte. Da ist er. Also hier drin wohnt er. Das ist also deswswegen auch der Cube, der Kubus, der erklärt sich hieraus dann gleich. Das ist also ein Container, 10 Fuß, 3 Meter lang, 2,40 breit, 2,50 hoch, in dem wir also auch die Anschlüsse wie Strom und LAN-Kabel mit verstaut haben. Der muss unter Dach stehen, auch regengeschützt und auch ein bisschen aus der Sonne. Und da bot sich das hier einfach an. Wir haben da dann jetzt auch den bespannt und das können wir eben dann auch flexibel wieder ändern. Das hat uns ganz gut gefallen. Von vorne sieht er dann so aus. Man sieht 24/7, also 24 Stunden. Das ist der Anspruch, aber wir haben bewusst die Türen dran gelassen, weil wir uns gedacht haben, vielleicht, weil wir mitten im Ort sind, kann es da mal Freitag oder Samstagnacht doch zu Lärmbelästigung führen und haben uns deshalb überlegt, dass wir da doch diese Option beibehalten. Und es ist natürlich auch nochmal eine schöne Möglichkeit, da mit Werbung noch ein bisschen drauf aufmerksam zu machen und die vorbeifahrenden Autos ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Genau. Ja, das Modell ist, wir haben hier zwei Ausgabemodule. Das Standardmodell hat ein Ausgabemodul und ein Steuerungsmodul. Wir müssen ja als Weinerzeuger mit Alkoholverkauf da auch noch eine Altersfreigabe mit verbauen.
Und haben uns bewusst nur für Kartenzahlung entschieden. Zum einen, um dem Vandalismus so ein bisschen vorzubeugen, dass da keiner auf die Idee kommt, das Geld da gewaltsam rauszuholen. Und dann haben wir auch durch Gespräche mit Kollegen, die so ein Gerät schon haben, auch erfahren, dass häufig eben gerade das recht störungsanfällig ist, dass eben diese Geldwechsler, dass da mal was klemmt oder mal ein Schein nicht will. Und darauf wollten wir dann eben verzichten. So, nach der kurzen Vorstellung der Technik möchte ich also diese Fragen ein bisschen näher beleuchten. Zum einen, wie kamen wir auf die Idee? Dann, womit wurde und wird der Cube bestückt? Und welche Erfahrungen haben wir bisher gesammelt? Ja, die Idee hat sich zum einen schon aus unserem Standort ergeben. Wir liegen also direkt an der Durchgangsstraße. Wenn man über Land von Worms nach Mainz fährt, dann kann man zumindest bei uns direkt vorbeikommen. Dann haben wir in unserem Ort, der zwar, ich will es nicht, okay, es geht nicht weiter. Da, okay, das war jetzt zu schnell, ich gehe nochmal zurück. So. Also im Ort geringe Einkaufsmöglichkeiten. Wir sind zwar 2300 Einwohner, aber haben nur einen Bäcker, der auch nur vormittags geöffnet hat. Also da wollten wir auch unseren im Ort dann nochmal eine weitere Möglichkeit des Einkaufs bieten. Ja, dann kommt natürlich häufig die Nachfrage für einen Einkauf an Sonn- und Feiertagen. Da wir aber eine Familie sind mit 4 noch schulpflichtigen Kindern, wollten wir uns diese Tage nun nicht gerne nehmen lassen. Und haben dann darüber jetzt nochmal ein Angebot generiert. Und dann natürlich hat Corona das Ganze als der Booster für kontaktlosen Einkauf das Ganze natürlich nochmal beschleunigt. Ja, hier sieht man das gute Stück nochmal aus der Nähe. Also womit haben wir ihn bestückt? Wir haben vorneweg eine kleine Marktanalyse gemacht und sind mal in der Region rumgefahren und haben uns die Regiomaten bei Direktvermarktern schon mal angeguckt und auch da mit Betreibern gesprochen, die uns auch dankenswerterweise Rede und Antwort gestellt haben. Haben dann mit unseren Mitarbeitern und mit Kunden gesprochen, was meint ihr, was da unbedingt gerne rein soll, und haben dann daraus uns das Sortiment zusammengestreckt. Natürlich lag der Fokus erstmal auf unseren Weinen und damit ist auch dann der halbe Automat gefüllt. Aber wir haben eben auch Kooperationen geschlossen. Wir haben also ein Catering aus dem Nachbarort, die uns mit Soßen, Suppen, Eintöpfen, Kuchen und Desserts versorgt, frisch gekocht. Dann haben wir einen Metzger, der uns Grill- und Bratwürste, Steaks und Pasteten beliefert. Dann haben wir einen Bäcker, der für uns Cracker und Knäckebrot herstellt. Und dann haben wir eben noch regionale Produzenten, die Freilandeier, Honig, Schafskäse und Schokolade uns zur Verfügung stellen. Naja, kostenfrei natürlich nicht. Und haben saisonal eben im Angebot noch Spargel, Erdbeeren und Frühkartoffeln. So, ja, kommen wir zu unseren bisherigen Erfahrungen. Also wir sind ja schon Direktvermarkter, wenn wir Flaschenwein machen, aber das Spannende hier war wirklich der Kunde, das scheue Reh. Also Kommunikation ist ja etwas, was wir eigentlich ganz gut können als Direktvermarkter mit Wein und mussten dann hier feststellen, dass es ganz anders läuft. Also Anonymität wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Wir hatten es häufiger, dass man um die Ecke kommt und da steht jemand vorm Automaten und huscht dann schnell weg. Wir hatten es auch, dass man am Automaten ist und gerade den befüllt und es kommt ein Auto angefahren, bremst ab und beschleunigt dann wieder. Also das war etwas, woran wir uns auch erstmal sehr gewöhnen mussten. Das war schon sehr spannend. Dann eben daraus haben wir auch ganz andere Kunden, die eben diese Anonymität auch schätzen. Die bringen auch häufig andere Vorlieben mit. Ja, und sei es eben dann auch einfach die jungen Leute, die dann in den frühen Abendstunden da schnell mal was holen und die dann doch eher einen Fokus auf die süßeren Weine haben, während wir im Weingut eigentlich eher auf die trockenen Weine unseren Fokus haben. Und das machte dann für uns auch ein neues Feedback-System notwendig. Denn es sagt einem keiner Bescheid, wenn am Automaten was nicht funktioniert, wenn das Kabel von dem Kartenlesegerät nicht richtig sitzt und den ganzen Tag nichts geht. Die kommen und gehen wieder. Und man sitzt dann da und denkt sich, okay, es ist jetzt nichts gelaufen, was war, aber es wird einem nicht Bescheid gegeben. So, Corona-bedingt hat es leider ein bisschen gedauert und wir haben jetzt erst seit 3 Wochen eine Kamera. Und die hat uns also vollständig die Augen geöffnet, denn wir mussten feststellen, dass fast ein Drittel der Kunden vor dem Gerät steht und das Prozedere leider nicht
versteht. Wir haben einen relativ kurzes Briefing da stehen, aufgeschrieben und haben auch an jedem Punkt dann genau zwei, drei, vier, also dass das durchlaufen wird, wo man da jetzt, was man als erstes und als letztes machen muss. Aber wir mussten doch feststellen, gelesen wird also nicht, sondern es wird mit der Karte da irgendwie rumgefummelt und dann irgendwelche Knöpfe gedrückt, dann wird mit den Achseln gezuckt und im Zweifel geht man dann wieder. Und das hat uns dann doch ein bisschen geschockt. Mein Mann hätte jetzt gesagt, es sind hauptsächlich die Männer, die die Karten nicht lesen. Ich will das mal im so im Raum stehen lassen. Ja. Ja, ein weiterer Punkt ist die Lieferfähigkeit der Kooperationspartner. Wenn denn bei der Wildschweinbratwurst das Wildschwein nicht so will wie der Jäger und man deshalb jetzt nicht gerade lieferfähig ist oder bei den freilaufenden Hühnern neu aufgestallt wird und die Hühner mal gerade nicht so viel Eier legen, dann ist das auch nicht unbedingt etwas, was verstanden wird, weil man ist ja doch immer, der Kunde will jetzt und immer und sofort. Das muss man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was geht? Ja, das ist ein großer Punkt. Wir hatten also ein Anfangssortiment durch die Befragung und auch durch die Gespräche mit anderen Kollegen. Davon sind wir aber teilweise eben doch wieder sehr abgerückt. Dann hatten wir auch so ein paar Herzensprodukte, die man selber gerne drin gehabt hätte, wo man dann aber feststellen muss, geht auch nicht. Eigentlich kann man zusammenfassend sagen, es gehen die Dinge gut, die zum einen ein schnelles Mittagessen generieren lassen, also die Dinge, die etwas Zeit kosten, wie Suppen und Soßen, dann Sachen zum Mitbringen, also als Geschenk, dann für spontane Treffen, also Sonntag, das Wetter ist gut, ach, jetzt hole ich doch nochmal schnell Grillwürstchen und eben saisonale Produkte wie Spargel und Erdbeeren. Und hier ist eben wieder so ein ganz großer Punkt, das Mindesthaltbarkeitsdatum, denn wenn das Wetter eben nicht gut ist, dann stehen die Produkte im Zweifel und dann gibt es dann die Woche über Spargel in der Familie. Und ein weiterer Punkt ist auch eben, dass man darauf achtet, dass man nicht zu viele Lieferanten hat, denn dann kann es sein, man ist einen halben Tag unterwegs, um dann die ganzen Produkte zusammenzufahren und hat dann vielleicht abends am Automaten aber nur einen Umsatz von 36 Euro generiert und ist dann der Frust doch ein bisschen vorprogrammiert. Und damit kommen wir dann auch zum wichtigsten Punkt, nämlich dann zur Rentabilität. Und also die Grundausstattung, wie mit einem Ausgabemodul und einem Steuerungsmodul und dann eben noch dem Zusatz für die Altersfreigabe. Das ist etwas, was so ungefähr so 17.000 Euro kostet. Mit einem zusätzlichen weiteren Ausgabemodul, wie wir es haben, sind es ungefähr so 26.000 Euro. Am Anfang war die Nachfrage sensationell. Da haben wir uns auch wirklich gefragt, warum haben wir das nicht schon länger gemacht? Und dann ließ es aber dann doch wieder nach, was aber auch wohl typisch ist, weil die Neugierde zu Anfang natürlich riesengroß ist. Im Augenblick sind wir jetzt so, dass wir sagen würden, wir sind ungefähr bei 75% dessen, was wir so als Minimum Umsatz irgendwie uns vorgestellt haben und damit dann bei 50% von dem, was wir gerne hätten. Ist natürlich wahrscheinlich auch jetzt der Ferien- und Sommerzeit geschuldet und eben, ja, ich denke, da müssen wir dann auch noch ein bisschen dran arbeiten, um da nochmal die Leute ein bisschen besser durchzuführen. Denn das Thema Karte und Altersfreigabe mit Personalausweis oder Führerschein ist dann doch eben wieder vielleicht ein kleines bisschen zu kompliziert. Da machen wir nochmal einen Film und das kommt dann in einen kleinen Bildschirm da dann dran, dass man das dann vielleicht ein bisschen besser hinkriegt. Das hört sich jetzt vielleicht auf dem ersten so ein bisschen niederschmetternd an, aber man muss das, wie bei so vieles Dingen, die man im Weingut eben macht, doch wieder so als eine Mischkalkulation sehen. Denn es ist wirklich ein Marketinginstrument. Wir haben viele Kunden, die vielleicht nur mal eine Flasche geholt haben, dann ins Weingut kommen und sich eine ganze Kiste holen. Oder die sagen, wir haben jetzt mal ein paar Flaschen bei euch geholt und möchten jetzt zu einer größeren Weinprobe zu euch kommen. Wir hatten jetzt auch gerade die letzten Monat zwei Hochzeiten, die wir mit unseren Weinen ausgestattet haben, die über unseren Wein, über den Automaten auf die Weine aufmerksam geworden sind.
Und ja, es hat einfach auch eine Ausstrahlung. Also die Wahrnehmung ist schon so, dass wir da als innovativ und ja, gute Ideen, das ist so das, was wir von unseren Kunden dann gespiegelt bekommen. Und wir bieten eben dadurch ein niederschwelliges Angebot, denn es ist doch häufig so, dass die Leute dann sagen, na, für eine Flasche traue ich mich da nicht aufs Weingut zu kommen. Und so kann man zu jeder Zeit einfach mal was ausprobieren. Und ja, und ich denke, darüber haben wir dann doch auch den einen oder anderen Kunden dazu gewonnen und kann eigentlich zusammenfassend nur sagen, dass wir da großen Spaß an dem Gerät haben und gespannt sind, was da so in der Zukunft noch auf uns zukommt. Und mit Blick auf diese Rheinhessen-Challenge kann ich dann natürlich nur sagen, also regionale Produkte finden Sie bei uns im Automaten. Jederzeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dankeschön. Ja, super. Herzlichen Dank, liebe Danke. Frau Michel. Also ich habe gerade gedacht, man merkt, dass ihr selber so Spaß an der Sache habt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und so sieht ihr neuer, schicker Mitarbeiter auch aus. Ich glaube, es macht auch echt Spaß, da mal vorbeizufahren. Mal gucken, ob jetzt unsere Rhein-Hessen-Konferenz auch noch mal ein bisschen Schwung reinbringt. Können Sie ja mal berichten. Aber man merkt eben auch, wie Sie es gesagt haben, es ist ein guter Multiplikator. Ne? Und ja, also einfach auch klasse, finde ich, was Sie so an regionalen Partnern dann, wen Sie da mit ins Boot geholt haben, finde ich, ist auch ein sehr stimmiges Konzept. Und es waren wertvolle Anregungen dabei, das finde ich ganz toll. Wir haben uns jetzt gerade nochmal abgestimmt. Wir würden doch jetzt hier nach den ersten zwei Runden mit Herrn Gothe, der ja die Regionalwert AG vorgestellt hat, und hier zum Thema Regiomaten, Vinomaten, eine kleine Fragerunde einlegen. Es kamen nämlich auch schon Fragen über den Chat. Der liebe Michael Berger ist nämlich ganz fleißig und hat uns geschrieben, ist für das System eine Förderung mit dem DigiBoost-Programm vom Wirtschaftsministerium möglich? Wissen Sie das vielleicht? Ja. Ja. Allerdings, ja, aber dafür braucht es dann ein, oh, jetzt müssen Sie mir helfen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also reines Weingut ist schwierig, also wir haben dann noch ein Gewerbebetrieb, genau. Also der Gewerbebetrieb, der kann gefördert werden und okay. Das ist nicht unerheblich. Ich glaube, es ist ja, also ich meine, wir hatten gerade vorhin drüber gesprochen, das waren irgendwie 15.000 Euro, also als fester Betrag, das ist natürlich schon mal ein sehr netter Start. Wir waren leider zu früh. Was? Nein, Sie waren zu innovativ oder was? Ja, nee, das wurde irgendwie scheinbar erst danach aufgelegt. Also ach, das haben wir erst so im Nachgang gesagt bekommen, haben gedacht, okay, super, toll. Aber wir brauchen ja auch Pioniere wie Sie. Also wir danken Ihnen herzlich, dass Sie das auch gerne ohne das Förderprogramm umgesetzt haben. Herzlichen Dank fürs Rede und Antwort stehen. Ich schaue noch mal, aber die Chat-Damen schütteln mit dem Kopf. Ist auch keine Frage aufgetaucht jetzt an Herrn Gothe, aber da war die Frage nochmal, ob wir die Vorträge, weil er ja wirklich speedy unterwegs war, die Vorträge zur Verfügung stellen. Unsere Referenten machen das dankenswerterweise. Wir werden das auf unserer Website unter weinmarketingrlp.de einstellen. Aber alle, die sich jetzt auch hier angemeldet haben, bekommen von mir nochmal eine E-Mail dann mit den Links. Deshalb schon mal danke an den ersten Teil des Speed-Datings, an Karen Michel, an den Stefan Gothe, genau, und sehr wir gerne machen munter weiter. Dankeschön, viel Erfolg. Ja, Schlag auf Schlag geht es dann quasi weiter, nämlich mit Stefan Kolb, den ich jetzt bei mir hier auf der Bühne begrüße, der sich auch schon Gedanken gemacht hat über einen Regiomaten und deswegen der Frau Michel auch schon ein bisschen was zugerufen hat eben. Stefan kommt vom Weingut Schlossgarten in Saulheim und er übernimmt für uns das Thema Vinotheken Rheinhessen ausgezeichnet, wo regionaler Weingenuss zum Erlebnis wird. Stefan Kolb unterstützt seine Schwester und seinen Schwager Britta und Mike Dörschuk im Marketing und in der Vinothek lassen sie Regionalität durch die unterschiedlichsten Dimensionen erlebbar werden und er hat natürlich auch einige Tipps für uns parat. Und auf die sind wir jetzt schon ganz gespannt. Ja, Stefan, schön, dass du hier nach Oppenheim gekommen bist. Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns und unser Weingut hier auch vorstellen dürfen. Ja, wir freuen uns drauf. Ja, vielleicht machen wir es so, du gibst uns erstmal kurz einen Einblick ins Weingut, wo man euch findet, was ihr so macht. Genau, das Weingut Schlossgartenhof ist vielleicht jetzt nicht ein Begriff, der bei vielen schon in den Köpfen vorhanden ist. Allerdings haben wir das Glück, dass wir in einem der Weinbaugemeinden in Rheinhessen tätig sind, die
Ja, wir haben noch eine kleine Ansage von der Technik, ein wenig enger zusammenstehen, damit wir auch dann beide im Bild sind, wenn wir unten für Sie dann tätig sind. Also, unser Weingut ist in Saulheim in der Weinbaugemeinde ansässig und wir haben ja jetzt schon von vielen Seiten gehört, der Standort ist eine sehr interessante Frage. Wir sind ein klassisches Familienweingut, Katrin Saal hat eben vorgestellt, mit meiner Schwester und meinem Schwager darf ich das zusammenführen. Und wir bewirtschaften 30 Hektar Weinberge, das ist nicht mehr ganz so klein, aber das heißt 300.000 Liter Wein, die im Jahr im Schnitt produziert werden, mit denen hat man viele Möglichkeiten, die man über verschiedene Wege dann auch vertreiben kann. Saulheim ist unser Standort. Ich habe Ihnen die Karte mitgebracht und habe mal den Umkreiszeichner von Google bemüht und habe mal die 10-Kilometer-Grenze drumherum gemacht. Und wir haben ja eben schon gehört, Dittelsheim-Hessloch, 2300 Einwohner. Wir haben das Glück in den 10 Kilometern, dass man ja eigentlich so für den, sagen wir mal, alltäglichen Einkauf nutzt, Personenanzahl von über 30.000 Einwohnern zu haben. Saulheim, Wörstadt, Niederolm, da sind schon zwei Städte mit dabei. Das ist für uns natürlich auch ein Thema, wo wir die Endverbraucher ansprechen möchten. Also wir sind über verschiedene Vertriebskanäle unterwegs und der Endverbraucher, den möchten wir gerne zu uns auf den Hof holen. Und wir haben nicht das Glück, dass wir an einer Hauptstraße gelegen sind, dass die Leute zufällig bei uns vorbeikommen. Wir müssen ihnen Argumente liefern, dass sie zu uns auf den Hof kommen. Und eins der Argumente sehen wir hier auch die Auszeichnung Rheinhessen ausgezeichnet. Genau, das sieht man hier auf dem Bild. Ihr zählt zum Netzwerk unserer ausgezeichneten Vinotheken. Und ich kann ja einfach mal kurz zusammenfassen, was dahinter steckt. Inzwischen tragen nämlich 29 Vinotheken in ganz Rheinhessen das Qualitätssiegel unserer Dachmarke. Ja, und was sind überhaupt die Anforderungen an so eine ausgezeichnete Vinothek? Es ist eine authentische Architektur, ein genusssteigerndes Ambiente, das einlädt, die Weine der Region zu verkosten, zu genießen. Ein Weinangebot, das natürlich auch die Vielfalt hier unseres Deutschlands größten Weinanbaugebiets widerspiegelt. Eine zwanglose Verkostungsmöglichkeit, Einkaufsmöglichkeit, also dass der Gast sich auch einfach eine Flasche schnappen kann. Touristische Informationen zum Weinerlebnis in Rheinhessen und auch feste Öffnungszeiten, um mal so die wichtigsten Kriterien zu nennen. Und im Chat finden Sie übrigens auch den Link zu allen ausgezeichneten Weinfesten, wie auch Vinotheken, die wir unter der Dachmarke führen. Und da finden Sie auch die Kriterien, die dahinter stecken. Ja, und in unseren ausgezeichneten Vinotheken, da wollen wir die Regionalität erlebbar werden lassen. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Stellschrauben, die das ermöglichen. Stefan, wie ist es denn bei euch in der Vinothek? Wodurch wird bei euch Rheinhessen erlebbar? Also ich kann vielleicht einen Punkt aufgreifen in der Präsentation, was du eben schon angesprochen hast. Wir sehen hier ein Bild von der Öffnung. Wir haben 2015 die damalige Garage umgebaut zu einer Vinothek, weil wir auch immer das Problem hatten, was viele Weingüter vorher auch wahrscheinlich kennen. Man hat Möglichkeiten, Wein zu verkaufen. Man kann das über eine Theke machen, aber meistens muss man dann irgendwo in ein Flaschenlager gehen, was dann noch irgendwo anders da angesiedelt ist und hat dann das Problem, dass der Kunde sich ja in den letzten Jahren einfach gewandelt hat. Wenn man sieht, so der klassische Weinkunde der 90er, wie es viele immer beschreiben, der kommt zwei, dreimal im Jahr, macht den Kofferraum auf, der Kofferraum wird vollgeladen, Kunden, wie man sie gerne hat, aber Kunden, wie sie heute nur noch sehr selten werden. Und das Einkaufsverhalten, vor allem auch jetzt im Umkreis, hat sich einfach stark geändert. Im Umkreis gehen die Leute kommen öfters zu uns. Und kaufen immer kleinere Mengen an Wein und sehr aktionsbezogen. Ob das Feiertage sind, ob das Geburtstage sind, ob das im Sommer zum Grillen ist. Also immer sehr, sehr spezifisch darauf, auf die einzelnen Aktionen bezogen. Aber was steht im Vordergrund bei der Vinothek? Die Weine stehen im Vordergrund. Das ist das erste Thema, wo wir natürlich auch mit unserer Traubenproduktion hintendran die Wertschöpfung im Betrieb nach vorne bringen wollen. Ich habe hier nur eine Folie mit eingebaut. Ich denke, das ist eins, wo wir uns mit vielen anderen Weingütern vergleichen wollen. Und im Nachgang will ich aber auch darauf eingehen, wo wir versuchen, uns auch ein bisschen abzuheben. Also die Lagen-, Orts- und Gutsweinthematik haben wir auf unseren Begriff, auf den Schlossgartenhof runtergebrochen. Schloss,
sind die Lagenweine, Garten, die Ortsweine und Hof, die Gutsweine mit drei Symbolen, sodass es für den Verbraucher möglichst einfach zu erkennen ist und auch mit den Farben einzusortieren ist, in welcher Kategorie bewegt er sich und wo kann er einkaufen. Hier seht ihr, was wir auch ganz gerne machen. Wir haben keine große Anzahl an Angestellten, sondern arbeiten mit Saisonarbeitskräften. Und in der Saison sind wir auch mit dem Traktor unterwegs. Hier ist mein Schwager Mike natürlich mit dabei. Und hier seht ihr meine Schwester und meinen Schwager auch in unserer Vinothek. Meine Schwester betreut hauptsächlich die Vinothek, um dort auch die verschiedenen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Partner zusammenarbeiten, Regionalität ist ja das große Thema. Wir haben uns jetzt keine Partner gesucht, die über die ganze Republik verteilt sind, sondern wir haben geguckt, was gibt es in Rheinhessen und welche Möglichkeiten haben wir. Ebenso wie es die Karin Michel eben ja schon erklärt hat, welche Produkte passen und mit welchen Partnern können wir hier zusammenarbeiten. Und so klassisch naheliegendste war für uns Rommersheim, Eichenhof, einer der wenigen Schweineerzeuger noch in Rheinhessen. Dort sieht man, wo die Produkte herkommen, die wir dann einerseits für Veranstaltungen, andererseits natürlich auch in der Vinothek dann für uns nutzen. Aber wir versuchen auch ein bisschen andere Wege zu gehen, dann vielleicht ein bisschen modernere Ansatz der Zusammenarbeit ist Pinke Distel, eine Illustrationswerkstatt in Neustadt, die mit sehr lustigen Sprüchen und Artikeln dort unterwegs ist. Viele Gläser, die vielen wahrscheinlich schon im Kopf sind, sind in einigen Weingütern ja schon unterwegs. Wir haben jetzt mit denen auch zusammen beispielsweise einen Glühwein gemacht, der dann auch verschiedene Vertriebswege findet. Der Klügere kippt nach, heißt das Ganze dann. Und natürlich abschließend, um auch vielleicht zum nächsten Punkt auch ein bisschen überzuleiten, wir haben einen regionalen Verlag, ansässig auch bei uns in Saulheim, der sich um das Thema Tourismus, Wandern und E-Bikes kümmert. Und natürlich arbeiten wir auch mit dem zusammen. Ist ja naheliegend. naheliegend, genau. Und hier habe ich jetzt auch einen Blick praktisch mal von unserer Vinothek noch mal mitgebracht, damit man einfach sieht, wir haben das auch versucht, so relativ kommunikativ zu lösen. Nicht mehr so das klassische, die Kasse steht irgendwo und man steht dahinter und bedient die Kunden, sondern man ist mit den Kunden im Gespräch, man kann mit den Kunden ans Regal gehen, die Kunden können sich selbst bedienen. So versuchen wir dann auch mit den Kunden auch immer dann ins Gespräch zu kommen. Frau Dr. Seemer hat es vorhin ja erwähnt, Storytelling ist das Wichtige und die Leute wollen ja nicht nur die Flasche Wein, sondern sie wollen die Geschichte hinten dran noch erleben. Genau, das führt mich zur nächsten Frage, wo ich das sehe. Damit der Gast, der zu euch auf den Hof kommt, noch mehr Lust auf Rheinhessen bekommt, gibt es ja in jeder Vinothek auch eine touristische Info-Ecke. Das ist jetzt einfach mal die Materialien zusammengepackt, aber auch bei euch gibt es so einen schönen Ständer, da kann ich mir Prospekte rausholen. Und ihr selbst habt natürlich auch, wenn der Gast fragt, ach, was kann ich denn heute Mittag noch Schönes machen? Wo ist der nächste Wanderweg, der nächste Radweg? Wahrscheinlich auch den ein oder anderen Tipp parat. Welche Infos habt ihr denn in der Vinothek und wie kommen die zum Gast? Wir verstehen uns da so ein bisschen als, sagen wir, ganz kleine Tourismusaußenstelle, so muss man es ja einfach betrachten. Ist nicht so, dass tagtäglich unzählige Touristen bei uns aufs Weingut kommen. Allerdings sind auch die, die bei uns in der Umgebung wohnen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten. Wo können wir wandern gehen? Die Hiveltouren sind jetzt einigen schon bekannt, aber für viele Leute immer noch was Neues, die ja bei uns alle in der Umgebung liegen. Wo kann ich mit dem Rad hingehen? Welche schönen Sehenswürdigkeiten gibt es einfach? Oder auch vielleicht ganz einfache Dinge. Wo kann ich heute Mittag essen gehen? Wie sieht das gastronomische Angebot aus? Oder ich habe Freunde am Wochenende, die ich einladen will. Welche Möglichkeiten der Übernachtung gibt es? Das sind ja ganz einfache Punkte, die aber oft nicht über Kommunen irgendwo gestreut werden, sondern wo wir uns versuchen, da ein bisschen unsere Kunden und unsere Personen, die bei uns auf den Hof kommen, dort einfach ein bisschen mitzunehmen. Genau, das war uns auch ganz wichtig bei dem Konzept Rheinhessen ausgezeichnet, einfach auch nochmal da so einen touristischen Schwerpunkt mit einzusetzen, dass der Gast auch einfach eine qualifizierte Information dann durch euch bekommt. Aber wenn ich hier so sehe, ihr habt auch noch ein ganz tolles anderes Projekt, in dem ihr Regionalität erlebbar werden lasst. Was ist das denn? Wir versuchen,
ja nach Möglichkeit, ich habe es am Anfang erwähnt, Anreize zu setzen, damit die Leute zu uns aufs Weingut kommen. Mhm. Und ein Projekt, was wir auch jetzt die Jahre immer begleitet haben und auch zukünftig weitermachen werden, ist das Projekt Winzer für ein Jahr, wo wir auch merken, eine Gruppe von 10 Personen, die über das Jahr verteilt an 4 Samstagen bei uns in den verschiedenen Jahreszeiten Arbeiten mitmacht, die für den Winzer tagtäglich dann sind. Und die Leute, die wollen einfach ein bisschen mehr in den Hintergrund gucken, was macht der Winzer eigentlich und wie wird aus der Traube am Stock später auch der Wein. Und da ist das ein sehr interessantes Projekt und auch eine Möglichkeit, auch die Kunden zu binden. Also diejenigen, die man ein Jahr lang begleitet, da sind selten welche dabei, die man danach nie wieder sieht. Die meisten sind auch sehr regelmäßig auch bei uns auf dem Hof. Und andere ein, zwei Mal im Jahr hat man da auf jeden Fall noch in irgendeiner Art und Weise dann auch einen Kontakt. Also sehen wir quasi eure Part-Time, eure, wie sagt man auf Deutsch? Teilzeitkräfte. Die Teilzeit-Azubis haben wir da jetzt eben gesehen. Ja, Winzer für ein Jahr, eine ganz tolle Geschichte unter der Federführung der Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen. Und hier sind auch tolle Partnerschaften mit Weingütern entstanden. Wir wissen im Moment... ist Corona noch so ein bisschen die Bremse auch bei diesem Projekt? Und wir drücken uns natürlich ganz fest die Daumen, dass es nächstes Jahr dann wieder anlaufen kann und Regionalität dann auch in diesem Feld wieder erlebbar wird. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Und was man vielleicht auch zur Winothek noch sagen muss, und wo du das Thema Corona ansprichst, normalerweise versuchen wir ja über dann Events die Leute zu uns ins Weingut zu holen, aber natürlich haben wir wie jetzt auch die Möglichkeit, wie wir sie aktuell nutzen, digital versuchen, die Winothek auch zu den Leuten nach Hause zu bringen. Das heißt, die Online-Weinproben, die finden bei uns dann auch in der Winothek statt. Das heißt, wir sind in der Winothek, machen das für die Endverbraucher, arbeiten dort aber auch mit vielen Unternehmen zusammen, die einfach auch aktuell auf der Suche sind nach Möglichkeiten, wie kann ich was mit meinen Mitarbeitern machen, wie kann ich ein Event machen, wo ich vielleicht ein Programm vorne dran stricke, vielleicht eine Weiterbildungsaktion machen kann, und da ist das ein interessantes Tool, wo man dann einfach auch mitarbeiten kann. Ja, und es hat sich bei euch ja auch echt so erwiesen, ne? Ja. Ihr habt mal so klein gestartet und dann kamen halt immer mehr Firmen auch auf euch zu und haben gesagt, tolle Sache, wir wollen das auch unseren Mitarbeitern anbieten, also ich denke, das ist was, was auch nicht komplett verschwinden wird, das Format Online-Weinprobe. Nee, ich denke auch, es war auch für uns interessant zu sehen, wenn man den Endverbraucher sieht, beim klassischen Hoffest kommt man mit vielen in Kontakt, aber das Thema Wein ist dort oft nur nebensächliches. Ich meine, viele Winzerkollegen werden es kennen, es wird über die Familiengeschichte und was es für Neuigkeiten gibt, ein kurzer Smalltalk gehalten. Und dort haben wir die Möglichkeit auch gehabt, mit langjährigen Stammkunden einfach mal über unsere Weine ausführlich zu sprechen. 2 Stunden sich mit dem Thema, mit den Weinen auseinanderzusetzen, wo viele gesagt haben, ich komme seit 10, 15 Jahren zu euch, aber in der Materie war ich noch nie so tief drin wie jetzt bei der Online-Geschichte. Und das war für uns auch ein interessantes Feedback dann einfach zu bekommen. Ja, tolle Sache. Ne, du hast es ja auch so schön gesagt, dann kommt die Winothek zu den Leuten und das wird da ja, geht da drin ja total auf in diesem Konzept. Ja, super, ihr seid ja ein ganz kreatives Team. Wie haltet ihr denn eure Kunden bei der Stange? Wie macht ihr sie immer wieder neugierig? Wir haben ja vorhin angesprochen, wir müssen versuchen, Anreize zu setzen, und für uns ist das Thema Saisonprodukte ein großes Thema. Hier habe ich auch 3 Artikel mitgebracht, die uns das Jahr über begleiten. Für uns im Frühjahr das Thema Spargelwein, da ist noch nicht mal so der Endverbraucher das Thema im Umfeld besonders im Fokus, da sind vor allem auch andere Vertriebskanäle sehr interessant, aber es gibt einen zusätzlichen Anreiz, Leute bei uns auf den Hof zu holen. Dann hier ein Bild vom Federweiser-Geschäft, was früher ein klassisches Thema war, was viele Weingüter gemacht haben, dass mal zu einem Weingut gehen konnte und hat Federweiser bekommen. Heute ist die Anzahl der Weingüter, die in dem Bereich unterwegs sind, nur noch verschwindend gering. Allerdings ein interessantes Thema, weil im Vergleich zu den Leuten, die das Jahr über Weine bei uns kaufen, ist es bei dem Thema Federweiser, ist vom Krankenpfleger bis zum Pilot kommen alle Schichten zu uns, weil das ein vergleichbares Produkt ist, was es auch nicht überall erhältlich ist und es will irgendwo frisch bezogen werden. Klar. Und dort haben wir Möglichkeiten, auch ganz andere Kunden einfach mal der Möglichkeit zu geben, bei uns auf den Hof zu kommen, die dann vielleicht
für andere Produkte, für Veranstaltungen oder andere Themen dann auch wieder uns natürlich sich die letzten Jahre als Fokus, Hauptaugenmerk entwickelt hat. Man sieht es hier jetzt im Kleinen, es ist unsere Marke Oma Trude, die im Glühweinsektor unterwegs ist. Vor Corona gerechnet haben wir die Weihnachtsmarktstände in der Republik versucht, viele zu beliefern, die nach einem hochwertigen Glühwein gesucht haben. Im letzten Jahr war das Ganze eher ein Thema, was in Flaschen auf einmal auch für den Fachhandel interessant war, die sich früher noch mit Händen und Füßen gewehrt haben. Allerdings ist es auch in der Vinothek für uns ein interessantes Thema, weil die Leute klingeln und die kommen rein und sagen einfach nur, ich hätte gern von der Oma Trude noch einen Schluck. Nimm die Oma Trude mit, fort war die Oma. Und was das Thema Storytelling angeht, ist natürlich hier, die Oma Trude ist jetzt keine Geschichte, die nur auf der Flasche ist, sondern die Oma Trude läuft auch immer noch mit dem Rollator durch den Hof und somit ist das für die Leute ja natürlich auch ein greifbares Thema. Wo sie für uns auch wieder einen Anreiz in der Winterzeit, um auch wieder in die Vinothek zu kommen. Also das versucht man mit den drei Saisonprodukten einfach abzudecken. Also ist eigentlich immer was los bei euch in der Vinothek. Es wird zu keiner Jahreszeit langweilig. Ja, genau. Du hast noch ein tolles Abschlusszitat mitgebracht. Das würde ich dir gerne noch überlassen wollen. Ja, wir haben es jetzt ja gesehen. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Mhm. Und das zeigt sich immer wieder. Wir machen viele Pläne. Wir versucht Produkte zu entwickeln. Wir versucht Produkte in bestimmten Märkten zu positionieren. Und wir haben es auch vorhin am Automat gesehen. Es sind oft sind nicht die Produkte dann dort, dass die dort funktionieren, wo man es eigentlich gern hätte. Oft wird man da einfach auch überrascht. Wir haben jetzt zum Abschluss die Glühweine gehabt. Wir haben letztes Jahr immer, früher waren es Probeflaschen gewesen, 375er, die wir nur als Probeflaschen genutzt haben. Es war letztes Jahr für die Online-Weinproben das adäquate Produkt, weil das war genau zwei Tassen. Das ist das, super, was die Leute für die Weihnachtsweinprobe oder für ein Weihnachtsevent mit der Firma nutzen können. Mhm. Und da war das ein sehr. Du bist nämlich auch ganz spontan eingesprungen, muss man mal so sagen. Und er hat nicht gezögert, sondern noch aus dem Urlaub zugesagt letzte Woche. Dafür vielen Dank, auch für die tollen Einblicke. Ja, wer Lust hat, sich zu bewerben, wir haben auch, sich als Vinothek zu bewerben, der Link steht nochmal im Chat auch und Stefan Kolb ist auch gleich noch da. Also wenn es noch die ein oder andere Frage von Ihrer Seite gibt, schreiben Sie es gerne in den Chat rein, dann beantworten wir das. Und ansonsten erstmal das Federweiser-Geschäft an, die Weinlese und dann kommt die Oma Trude wieder. Also es gibt viel zu tun. Die Temperaturen in den letzten Wochen sagen zwar schon Glühwein, aber es sieht ja draußen besser aus jetzt. Ja, wir drücken allen Winzern fest die Daumen für einen soliden Jahr, dann nennen wir es mal so. Danke, lieber Stefan, vielleicht sprechen wir uns auch gleich noch. Vielen Dank, tschüss. Danke. Ja, und wir machen Schlag auf Schlag weiter. Den genussvollen Dreiklang aus Gastronomie, regionalen Produkten und rheinhessischen Weinen, den bietet seit einigen Jahren die Kulinarik-Reihe Rheinhessen genießen unter der Führung von Rheinhessenwein. Auch da werden wir Ihnen gleich nochmal den Link in den Chat setzen, denn jetzt ist quasi Jahreszeit für Rheinhessen genießen. Es geht in den Herbst. Und da legt das Programm nochmal richtig zu. Es gibt tolle Betriebe, die mitmachen mit leckeren regionalen Speisen auch. Das heißt, klicken Sie sich gerne mal rein ins Internet bei Rheinhessen genießen und schauen Sie, was da so geboten wird. Wir werden Ihnen den Mund auch gleich schon mal ein bisschen wässrig machen. Denn wie wertvoll dieser Dreiklang aus regionalen Produkten, aus Gastronomie und auch aus rheinhessischen Weinen ist, das wird uns jetzt Jan-Willem Appelrath vom Gasthaus Willems in der Mainzer Altstadt verraten. Die Produkte seiner Speisen, die stammen aus der Region und eingekauft wird nur das, was Mutter Natur in der Saison anbietet. Wir haben hier schon mal ein paar Impressionen auch, da können Sie schon mal auf sich wirken lassen, wie es hier aussieht, wer das Team vom Gasthaus Willems ist, also eine ganz motivierte junge Gruppe, die Sie gerne in Mainz willkommen heißt, eben mit Köstlichkeiten und besonderen Wert legt das Team auch auf die Herkunft des Fleisches und der tierischen Produkte. Der behutsame Umgang mit Ressourcen ist für Jan-Willem Appelrath selbstverständlich. Das geht vom Ökostrom sogar bis hin zum Putzmittel. Und
Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn einfach selbst zu Wort kommen. Wir haben ihn nämlich zugeschaltet. Deshalb sage ich ganz herzlich willkommen, freue mich, dass auch Sie dabei sind, lieber Herr Appeltrath. Und das Wort gehört Ihnen. Dankeschön, Frau Sahler. Hallo. Hi. Kann man mich verstehen? Ja, perfekt. Funktioniert. Super. Ich bin immer total entspannt, wenn Technik schon mal funktioniert. Dann habe ich sozusagen meinen Soll erfüllt. Ich bin Jan Appeltrath, genau, 32 Jahre jung mittlerweile und habe mich nach einer Ausbildung und nach einem Studium in der Gastronomie selbstständig gemacht und vor 4 Jahren das Gasthaus Willems gegründet, 2017. 2019 kam dann das Willems im Altstadtcafé mit dazu. Altstadtcafé sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, ist auch ein sehr geschichtsträchtiges Objekt in der Mainzer Altstadt. Und die Idee hinter beiden Konzepten und im kommenden Jahr jetzt auch noch ein drittes Konzept ist recht simpel, und zwar einfach gut essen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Ich hatte immer früh in der Gastronomie angefangen mit 15 Jahren und habe gekocht und gekellnert und gespült. Und mir war es immer so ein Dorn im Auge, dass man ja hier und da doch Produkte einkauft, die, naja, vielleicht jetzt nicht so ganz ökologisch wertvoll sind. Deshalb haben wir uns im ersten Geschäftsjahr durch die ABZert auch biozertifizieren lassen für alle tierischen Produkte. Mir war zu Anfang nicht ganz bewusst, wie viel logistischer Aufwand dahinter steht. Ich kannte das aus anderen gastronomischen Betrieben, dass man in den Großhandel fährt oder zum Großmarkt fährt, dort alles einkauft, wieder zurückfährt und dann hat man sozusagen sein Repertoire, mit dem man seine Karte bestückt. Dann wandert sicherlich auch mal eine Mango zu Jahreszeiten in den Einkaufskorb, wo sie nicht in der Mutter Natur wächst, jetzt gerade auch nicht hier in der Nähe, gerade die Mango nicht. Deshalb sind wir da hinübergegangen, relativ viele kleine Lieferanten dort unsere Produkte zu beziehen. Sprich, wir haben mittlerweile etwa 40 Lieferanten, die uns entweder beliefern oder wir selber hinfahren. Die sind vorrangig im rheinhessischen Gefilden, als auch beispielsweise den Fisch bekommen wir aus der Nähe von München, von der Fischzucht Birnbaum. Wir bekommen einige Öle aus dem pfälzischen Raum, also auch ein bisschen weiter weg. Unsere Grundprodukte, also alle Quark, Schmand, Milch, bekommen wir vom Bio-Großhandel, also die werden auch ein bisschen weiter weg hierher gebracht. Es ist ein großer logistischer Aufwand, was für mich aber und für mein Team, wir sind mittlerweile knapp 50 Personen in 2 Läden, was für uns alle, glaube ich, vorrangig ist, ist die Transparenz. Also wir möchten alle unseren Kofferraum aufmachen und stolz sein auf die Produkte, die wir da verwenden. Und ganz besonders stolz bin ich auch gerade auf ein paar Betriebe, mit denen wir jetzt schon seit langem zusammenarbeiten, und zwar einmal den Demeter Betrieb, der Hof Lehnmühle, Zur, wo wir unsere Pilze herbekommen, und die Bio-Schweinothek. Und ich möchte es gerne mal an einem Beispiel erklären von der Hof Lehnmühle. Wir beziehen von denen sowohl den Joghurt für unser Frühstückscafé, also da machen wir unser Birchermüsli draus, die Haferflocken und Co. kommen dann von Getreidebetrieben hier auch aus der Region. Wir nehmen sowohl das Kalbsfleisch ab, also auch die Knochen kochen daraus unsere Jus. Wir nehmen auch den Käse von denen ab und das Kalb bekommen wir nicht zerstückelt in den Filetstücken, so wie wir es brauchen, sondern wir nehmen dann ein ganzes Kalb ab. Das heißt also, es ist eine ganze Kreislaufwirtschaft, die beim Demeter Hof Lehnmühle davon statten geht. Und das finde ich ganz besonders toll, weil wir, glaube ich, alle, auch unsere Lieferanten, alle versuchen, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu lassen. Das, was wir essen muss Spaß machen, aber ich möchte als Gastronom ohne schlechtes Gewissen wirtschaften, damit auch mein Geld verdienen und der Natur so gut wie es geht nicht auf der Tasche liegen, wie man das so schön sagt. Und einfach, ja, mit gutem Gewissen, deshalb, wie Sie es auch schon erwähnt haben, Frau Sahler, auch das Putzmittel beziehen wir jetzt direkt hier aus Mainz, von Werner und Merz, von Frosch. Also es wird auch regional geputzt bei uns und der Strom ist auch Ökostrom. Das ist ganz, das ist ein großer logistischer Aufwand. Man sagt das immer so salopp daher, aber es steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter, auch diese einzelnen Produkte, dass die auch zu uns kommen. Das heißt, unsere Karte wechselt, ich sag mal so im 2- bis 3-Wochen-Takt. Das machen wir immer im ganzen Team zusammen mit allen Köchen, mit allen Auszubildenden. Und Rheinhessen genießt, passt bei uns da super ins Konzept, weil wir da aus den einzelnen Produkten
die wir haben, immer auch das Gesicht des Lieferanten hinten dran stellen können. Und in diesem Jahr gibt es ein Kartotto, das ist ein Kartoffelrisotto. Die Kartoffeln kommen vom Hof Lebensberg. Der arbeitet sehr integrativ, über Crowdfunding finanziert, ausschließlich Biogemüse. Das Gemüse kommt vom Stahl, vielleicht kennt es der ein oder andere vom Mainzer Wochenmarkt, da bekommen wir Gemüse her. Das reichen wir zu in diesem Kartoffelrisotto. Dann wird ein bisschen Käse drüber gehobelt, und zwar der alte Lehntaler Käse vom Demeterhof Lehmühle in Sohnwald. Und dann gibt es noch Shiitake-Pilze, und die kommen, wie gesagt, von Zoa. Das ist ebenfalls eine integrative Vereinigung, wo behinderte Menschen wieder eingegliedert werden, und die Pilze, die dort gezüchtet werden, wachsen auf altem Kaffeesatz. Also den Kaffeesatz, den wir auch produzieren, den schippern wir entweder zum Bauern oder geben dann zu Zoa rüber. Und so schließt sich dann dieser Kreislauf, und wir können wirklich zu jedem Bestandteil, gerade in diesem Gericht, was wir jetzt auch mit Rheinhessen genießt, präsentiert und dem zusätzlich korrespondierenden Wein dazu, so den Kreislauf schließen und wirklich jedes bisschen, was in diesem Gericht drin ist, benennen. Und das macht uns stolz, und es kommt auch bei ganz vielen Gästen sehr gut an, weil eins hat die Corona-Krise uns gezeigt, dass fast alle, die zu uns kommen, einfach diese Transparenz auf dem Teller wünschen. Also sie möchten wissen, wo die Produkte herkommen. Und für mich ist da immer das Sensibelste das Fleisch und die tierischen Produkte, weil man da immer mit Lebewesen umgeht, und die sollten respektvoll einfach und gewertschätzt werden von Anfang bis Ende, und sie gehören nicht in die Tonne, keine Reste gehören in die Tonne, und das leben wir seit 4 Jahren, macht unglaublich viel Spaß, und ich freue mich nächstes Jahr auf den 3. und dann hoffentlich letzten Laden, aber ja, noch bin ich voller Tatendrang sozusagen. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Toll, also man spürt den Stolz, man spürt auch die Leidenschaft für das, was Sie machen. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Appeltrath. Okay. Auch das macht neugierig, zu Ihnen zu kommen. Laden 1, 2 und demnächst auch 3 dann mal auch von innen oder auch in der Außengastronomie kennenzulernen. Also wirklich ein ganz tolles Konzept. Da kann man Sie wirklich beglückwünschen. Und ja, es wäre schön, wenn andere diesem Beispiel folgen. Wir haben ja noch tolle, wir danken. Wir haben ja noch tolle weitere Gastronomiebetriebe auch mit bei Rheinhessen genießen im Boot, die ähnlich sind wie Sie. Sie haben es natürlich auch, ne, da wird mit Frosch geputzt, und also auch so diese Wertschätzung für die Produkte, auch natürlich für die Tiere. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich schiele mal in Richtung Chat, aber nein. Unsere lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind wahrscheinlich so geflasht und so zufrieden, dass gerade keine Fragen aufgekommen sind. Aber wir möchten Ihnen wirklich herzlich danken, wünschen Ihnen ganz viel Erfolg, liebe wertschätzende Gäste, weiterhin tolle Kooperationspartner, und schicken liebe Grüße aus Mainz nach Oppenheim. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, so knackig kann Speed-Dating sein. Ich hoffe, Sie haben alle tolle, wertvolle Impulse mitgenommen. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, Sie dürfen die auch gerne hinterher noch an uns richten. Da freuen wir uns natürlich auch. Vielleicht braucht auch das eine oder andere. Wir wollen ja Impulse setzen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie heute viel Wertvolles mit nach Hause nehmen. Sie sitzen vielleicht auch zu Hause und auch Ihrem Netzwerk natürlich weitergeben. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Highlight dieser Rheinhessen-Konferenz. Unsere LAG-Regionalmanagerin Sandra Lange hat mit ihrem Team eine ganz tolle Idee ausgearbeitet. Die Rheinhessen-Challenge Rheinhessen ist regional, lokale Erzeuger entdecken und unterstützen. Hier rufen wir Menschen dazu auf, sich eine Woche lang möglichst regional zu versorgen. Es geht aber natürlich auch darum, mal was Neues in der Region zu entdecken und mal mit einem anderen Blick einkaufen zu gehen und das ein oder andere vielleicht auch später dann im Alltag zu integrieren. Die Teilnehmer, die bekommen von der LAG Rheinhessen ein Starterpaket mit den unterschiedlichsten Infos. Das wird Ihnen Sandra Lange gleich noch verraten, was dahinter steckt. Sind Sie schon gespannt? Ich auch. Liebe Sandra, wir freuen uns total auf diese wunderbare Aktion. Und die Bühne gehört somit dir. Vielen Dank, Katrin. Schönen guten Nachmittag an alle. Ja, ich freue mich, Ihnen zu
Abschluss die Rheinhessen Challenge vorstellen zu dürfen und Sie auch nochmal aufrufen zum Mitmachen. Dass Sie einfach die vielen, vielen Ideen, die wir heute vorgestellt bekommen haben, die tollen Angebote, die jetzt hier schon gezeigt wurden, einfach auch nutzen, mitmachen. Und wir rufen Sie auf, an der Rheinhessen Challenge teilzunehmen. Ich bin die Regionalmanagerin der LAG Rheinhessen, der LIDA-Region Rheinhessen. Und warum engagieren wir uns da? Warum machen wir diesen Aufruf? Wir setzen ja die LIDA-Förderung in Rheinhessen um. Ist LIDA ein Förderprogramm der EU? Wir bekommen Gelder zur Durchführung von Projekten, zur Förderung von Projekten im ländlichen Raum, die dazu dienen, den ländlichen Raum zu stärken, ihn lebenswert zu machen. Die Grundlage unserer Förderung ist unsere regionale Entwicklungsstrategie, in der sind unsere Themen und unsere Ziele festgelegt. Und dort gibt es auch das Handlungsfeld 2, die Region genussvoll entdecken und dort das Ziel, regionale Produkte zu stärken. Wir fördern also Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums. Wir begleiten Projektträger bei der Entwicklung, bei der Umsetzung, Durchführung ihrer Projekte bis hin zur Abrechnung. Wir begleiten aber auch Themen, indem wir Arbeitsgruppen haben zu unseren Handlungsfeldern, indem wir externe Referenten einladen, indem wir aber auch Impulse setzen oder Aktionen durchführen. Und in diesem Zusammenhang steht auch die Rheinhessen Challenge, die ich Ihnen jetzt gleich näher vorstellen werde. Genau, wir rufen Sie auf, sich eine Woche lang regional oder möglichst regional zu versorgen. Der Startschuss ist heute, 1. September, und die Challenge läuft 5 Wochen lang bis zum 6. Oktober. Also eigentlich ganz einfach erklärt. Ich weiß nicht, ob es so einfach zu machen ist. Das ist eine Herausforderung, denke ich, sich eine Woche lang wirklich versuchen, regional zu versorgen, zu gucken, kann ich meine Nahrungsmittel, das, was ich zur täglichen Essenszubereitung benötige, wirklich innerhalb von Rheinhessen oder aus das hier gewachsen ist, einkaufen. Wir möchten dabei auch nicht so arg dogmatisch vorgehen und Ihnen genau sagen, was die Regeln vielleicht zu starr setzen. Das ist Ihnen überlassen, ob Sie jetzt sagen, wir oder ich umfahre die Supermärkte weiträumig. Ich möchte wirklich nur an Hofläden mich wenden, Regiomaten nutzen. Oder ob Sie vielleicht noch weitergehen und sagen, ich gucke mal, was ich eigentlich mit dem Fahrrad alles erreichen kann und nur in dieser Entfernung einkaufen. Oder ob Sie sagen, ich verzichte auf Zutaten, die wirklich sehr, sehr lange Transportwege haben, wie wir anfangs schon gehört haben, Avocados, Rohrzucker, Kakao. Ich lasse das mal weg und gucke mal, was ich stattdessen vielleicht hier in der Region finde, was es dort für Zutaten auch gibt. Das, denke ich, ist alles nicht so einfach. Manches vielleicht auch so ein bisschen, wo man denkt, wie soll ich das überhaupt machen? Wir glauben aber, es wird leichter, wenn man es einfach ausprobiert, wenn man sich austauscht, wenn man sich gegenseitig informiert, unterstützt, auch dann drüber miteinander ins Gespräch kommt. Ich denke, man entdeckt auch Neues, was man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, ist immer vorbeigefahren daran. Wir entdecken sicherlich neue Rezepte, neue Anbieter, neue Angebote, auch vielleicht einen anderen Blick auf das, was es hier gibt in der Region oder was es halt auch nicht gibt dann in der Region. Wir erhoffen uns, dass das Thema einfach dadurch weitergetrieben wird, dass vielleicht auch ein Netzwerk entsteht, das mit dem Laufe der Zeit wächst durch gegenseitige Unterstützung, Tipps und den Austausch untereinander. Warum soll ich mitmachen? Ich glaube, da wurden heute auch schon ganz, ganz viele Gründe genannt. Einfach Neues entdecken, einen Beitrag zu Klimaschutz, kürzeren Wegen zu leisten, sich gesund ernähren, Wertschätzung für die Lebensmittel entwickeln, regionale Erzeuger und Angebote einfach kennenlernen, mehr über die Herkunft und die Verarbeitung der Lebensmittel zu erfahren, neue Produkte, Rezepte auszuprobieren. Man kann sich einfach ja, auch selber das Ziel setzen. Vielleicht ist es das auch, dass man das Weingut von Frau Michel unterstützt und sagt, wir kriegen das auf 100% hochgefahren, den Zielwert. Also es geht einfach darum zu gucken, was möchte ich vielleicht selber damit erreichen, aber auch Spaß einfach daran zu haben, was Neues zu entdecken, was auszuprobieren und vielleicht das eine oder andere davon dann auch später in den Alltag zu integrieren. Also auch ein bisschen den Blick zu weiten für dieses Thema. Wie kann ich teilnehmen daran? Zeitraum vom 1. September bis zum 6. Oktober. Sie suchen sich in diesem Zeitraum einfach eine Woche aus, melden sich dann bei uns an über ein Anmeldeformular auf unserer Website. Nachher kommt das noch gebündelt, der Kontakt. Dort schreiben Sie einfach rein, warum nehmen Sie teil, ein bisschen Ihre Motivation, vielleicht auch ein spezifisches Ziel, das Sie sich gesetzt haben.
Wir haben schon einige Anmeldungen erhalten und ich finde es auch ganz spannend, warum nimmt jemand teil oder auch was setzt man sich als Ziel? Jemand hat zum Beispiel gesagt, ich möchte einfach jeden Mittag ein regionales Essen zubereiten für meine Familie. Also gar nicht jetzt den ganzen Tag so gestalten, aber zu sagen, ein Mittagessen wirklich nur aus regionalen Zutaten, finde ich eine tolle Idee. Sie können alleine teilnehmen mit der Familie, sich aber vielleicht auch mit Nachbarn zusammentun, mit Freunden in einer WG und dann sich anmelden. Die Anmeldung ist auch in dem Zeitraum kontinuierlich möglich bei uns. Sie nennen auch einfach nochmal die Woche, in der Sie teilnehmen und senden das uns dann zu an lag@alzheimer-worms.de. Wir schicken Ihnen dann ein Starterpaket zu, wenn Sie angemeldet sind, wo wir zusammengestellt haben Adressen, Tipps, Hinweise zu Hofläden, Höfen, zu Wochenmärkten, Unverpacktläden, Marktschwärmerei, die schon vorhin vorgestellt wurde, aber auch Links zu Rezepten, rheinhessischen Rezepten, Vinotheken, einen Saisonkalender für Obst und Gemüse und noch eine praktische Einkaufshilfe, eine Gemüsetasche für Sie. Das ist einfach eine Zusammenstellung, die wir gemacht haben, die auch wirklich nur ein Startpunkt ist. Also das ist keinesfalls vollständig, denke ich. Es soll Ihnen einfach ein bisschen den Einstieg erleichtern zu dem Thema, dass man auch anfängt, dass man ein bisschen auf was zurückgreifen kann, weil es ist gar nicht so einfach, gebündelt Informationen zu finden zu diesem Thema. Und wir erhoffen uns auch, dass das so ein bisschen wächst, diese Zusammenstellung im Laufe der Zeit, durch Austausch und Informationen. Wir versorgen Sie dann im Aktionszeitraum auch mit weiteren Informationen zum Thema, bieten Ihnen auf unserer Website nochmal weitere Tipps an und das soll auch so ein bisschen so eine Austauschplattform sein. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn viele von Ihnen mitmachen und wenn Sie uns dann auch am Ende über Ihre Erfahrungen berichten, ob das gute oder schlechte sind und damit auch irgendeinen Beitrag leisten, dieses Thema weiter voranzubringen. Vielleicht haben Sie ganz tolle Sachen entdeckt, die Sie uns mitteilen möchten, besondere Anbieter oder Orte, ein neues Rezept ausprobiert mit regionalen Zutaten, bestimmte Erfahrungen, überraschende, enttäuschende vielleicht auch gemacht, besondere Menschen kennengelernt. Wir würden uns einfach freuen, wenn wir darüber mit Ihnen in den Austausch kommen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz besonders möchten wir Sie einladen zu einem Erfahrungsaustausch, einmal in geselliger Runde in der Poppenschenke in Alzey am 7. Oktober, also zum Ende der Rhein-Hessen-Challenge um 16 Uhr, so ungefähr 2 Stunden. Wir moderieren das Treffen, sammeln ein bisschen Ihre Erfahrungen. Es geht aber auch darum, einfach sich auszutauschen bei rhein-hessischen regionalen Produkten, aus eigener Herstellung auch. Wir gucken uns dann auch nochmal die Poppenschenke mit ihren Angeboten an, bringen eine kleine Führung und es geht einfach um den Austausch. Wenn Sie an dem Treffen jetzt nicht teilnehmen können oder möchten, würden wir uns natürlich trotzdem freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Sie könnten uns einen Text schicken, vielleicht mit Fotos oder uns auch einfach so berichten, vielleicht ein kleines Video schicken, für uns mit einem kleinen Interview zur Verfügung stehen, wo wir Ihnen ein paar Fragen stellen können, per Mail oder per Telefon. Alles natürlich nur, wenn Sie das möchten. Also das ist auch nicht verpflichtend. Sie können auch einfach so teilnehmen und Ihre Erfahrungen sammeln. Wir würden natürlich gerne ein bisschen mit den Sachen weiterarbeiten, was wir rausfinden, das auch zusammenstellen und natürlich auch nach außen geben, um einfach auch andere dazu anzuregen, da vielleicht mitzumachen, das eine oder andere auszuprobieren, sodass auch andere von ihren Erfahrungen profitieren können und wir auf weitere regionale Produkte aufmerksam machen können. Vielleicht entsteht aus den Ergebnissen auch ein LIDA-Projekt. Was wir uns auch vorstellen können, ist, die Ergebnisse irgendwie in unsere neue regionale Entwicklungsstrategie mit aufzunehmen. Die erstellen wir derzeit, um uns wieder als LIDA-Region zu bewerben und dann ab 2023 wieder mit der LIDA-Förderung in der neuen EU-Förderperiode weiterzumachen. Also da kann das auch reinfließen. Vielleicht ist das auch eine Aktion, die man wiederholen kann, die sich etabliert. Wir schauen einfach mal, was daraus entsteht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele machen mit, was erfahren wir daraus. Es ist für uns jetzt auch neu, das erste Mal, dass wir sowas durchführen und freuen uns deswegen sehr auf die Rückmeldung. Deswegen nochmal der Aufruf zur Rhein-Hessen-Challenge. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, was Sie uns berichten. Ich bin selber auch gespannt, wie das ist, wenn ich das mache. Ich habe da auch, muss ehrlich sagen, obwohl ich dem Thema auch sehr, sehr offen gegenüberstehe, doch so ein bisschen Bedenken, ob ich so meine Familie da wirklich regional versorgt bekomme und alle satt werden, sag ich mal.
aber ich möchte es auch gerne ausprobieren und ich glaube, das eine oder andere nimmt man mit und ich hoffe davon auch einiges in den Alltag vielleicht zu integrieren. Daher nochmal der Aufruf an Sie. Hier sind alles, alles auf unserer Website, das ist die Adresse. Dort finden Sie nochmal Informationen, auch das Anmeldeformular. Und wenn Sie irgendwas nicht finden, dann gerne anrufen oder eine E-Mail an uns schreiben. Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung. Das bin ich und meine Kollegin, die Frau Fox. Das, vielen, vielen Dank. Das war's. Eine ganz, ganz tolle Aktion. Vielen Dank für diese kreativen Ideen, für die Umsetzung, liebe Sandra. Also ich bin auch wirklich schon total gespannt, wie das so laufen wird. Ne? Und freue mich, dass du die ersten Anmeldungen bereits hast. Und auch im Chat gab es hier schon positive Rückmeldungen, Begeisterung, positives Feedback und auch eine Frage von Eva Gerske von Stadt, Land, Genuss. Sie ist ein bisschen traurig, dass sie nicht bei uns hier in Rheinhessen lebt, zu Recht, wie ich finde. Ja. Und sie fragt, ob dir vielleicht auch Aktionen in Hessen bekannt sind. Gibt es da was Ähnliches, Workshops oder auch so eine Regio-Challenge, weißt du das? Ja, es gibt in Deutschland auch verschiedene Aktionen. In Hessen ist mir jetzt aktuell nichts bekannt. Es gibt aber verschiedene Regionen, die das auch durchführen, in anderer Art ein bisschen. Mhm. Ich kann auch gerne noch mal gucken. Ich kann aber auch gerne das Starterpaket trotzdem einfach mal zuschicken. Da haben wir nämlich auch allgemeine Informationen drin zu diesem Thema regionale Produkte. Also auch eine Regio-App, die für Deutschland gilt. Alles, was wir so zusammengestellt haben, vielleicht ist da auch einfach noch was zu finden, ja, oder einen Kontakt herzustellen. Genau, das ist doch eine gute Idee. Also, Frau Gerske, melden Sie sich gerne trotzdem an, auch wenn Sie nicht mitmachen, dann kann Frau Lange Ihnen das Starterpaket zuschicken. Einfach eine E-Mail dann an die LAG Rheinhessen schicken. Gut, herzlichen Dank, liebe Sandra. Gerne. Für diesen auch knackigen Impuls. Wir drücken die Daumen für viele Teilnehmer und dass es auch dir gelingt, deine Familie satt zu bekommen, kannst ja mal berichten. Ja, meine Damen und Herren, machen Sie also mit, werden Sie aktiv, trauen auch Sie sich mal eine Woche lang regional einzukaufen, Neues zu entdecken und einfach mal zu schauen, was der Markt so hergibt. Wir haben Ihnen, wie gesagt, in den Chat haben wir Ihnen nochmal alles zusammengestellt. Ich gucke auch nochmal in Richtung Chat, gab es noch weitere? Nein? Okay, dann freue ich mich und Sie schauen einfach und ich möchte Sie aber gerne noch auf weitere Aktionen aufmerksam machen. Neben der Rheinhessen-Challenge gibt es nämlich, das sehen Sie jetzt hier gleich auf dem Bildschirm, gibt es noch eine tolle Aktion des Landkreises Alzey-Worms. Die suchen nämlich Picknickplätze im Landkreis. Wenn Sie also einen Lieblingsplatz haben, dann melden Sie diesen gerne bis zum 12. September unter dem Link, den wir Ihnen jetzt auch in den Chat einstellen. Gesucht werden Highlights, Plätze zum Wohlfühlen, landschaftlich schön, mit tollen Ausblicken, möbliert und auch gut erreichbar, also am besten auch mit einem Parkplatz in der Nähe. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar einen Regiomaten, einen Vinomaten oder eine tolle Vinothek um die Ecke, sodass auch der Picknickrucksack dann noch gut gefüllt werden kann. Mitmachen lohnt sich. Die schönsten Plätze, die erscheinen dann in der neuen Tourismusbroschüre des Landkreises Alzey-Worms. Und wenn Ihr Vorschlag mit dabei ist, dann wird auch Ihre Teilnahme belohnt, nämlich mit einem tollen Picknickrucksack. Also gehen Sie mal in sich, wo verweilen Sie gerne und wollen das vielleicht uns auch gern mitteilen. Dann haben wir noch eine andere tolle Veranstaltung anstehen, nämlich, das sehen Sie hier, am 22. September laden wir ein zum dritten Tourismustag Rheinhessen in die Hochschule nach Worms. Unter dem Motto der digitale Wandel im Tourismus als Chance und Herausforderung für Rheinhessen gibt die Weinerlebnisregion Einblick in die aktuellen Notwendigkeiten des Marktes, die Ansprüche der Gäste und auch in die bisherige Arbeit und anstehende Schlüsselprojekte im regionalen Tourismus. Auch hier haben wir Ihnen den Link in den Chat gestellt, ist aber auch auf der Website rheinhessen.de zu finden. Melden Sie sich gerne an. Wir freuen uns, wenn wir uns da vielleicht dann sogar live vor Ort sehen können. Wahrscheinlich wird die Veranstaltung aber auch hybrid stattfinden. Ja, und nach den Vorträgen haben ja auch schon einige gefragt, wie ist es mit den Vorträgen des heutigen Tages? Es sind ja viele wertvolle Impulse gesetzt worden. Das muss sich natürlich alles setzen. Das eine oder andere will man vielleicht auch noch mal nachblättern. Auch die Links werden wir Ihnen noch mal zur Verfügung stellen. Und auf unserer Website weinmarketing.rlp.de finden Sie auch im Chat, aber ich werde Ihnen auch noch mal eine E-Mail dazu schicken. Also es entgeht Ihnen sozusagen nichts.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen tollen Referentinnen und Referenten, die das Motto unserer Rheinhessen-Konferenz regionale Produkte Rheinhessen genussvoll entdecken von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet haben und uns auch einen Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht haben. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, wenn das Netzwerk immer weiter wächst, wenn sich vielleicht auch hier sogar eine Regionalwert-AG gründet, wenn wir neue Direktvermarkter finden, neue Vinotheken für Rheinhessen ausgezeichnet, was auch immer. Also nutzen Sie gerne die Anregungen, kommen Sie mit den relevanten Partnern ins Gespräch, treten Sie auch gerne auf uns zu. Ich möchte mich aber auch ganz, ganz herzlich bedanken bei den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. Allen voran erstmal Sandra Lange und Sonja Ostermeier, denn die beiden haben mit mir zusammen sozusagen die Taskforce für diese Rheinhessen-Konferenz gebildet und haben so ein tolles Programm zusammengestellt. Vielen, vielen Dank. Ja, und Dankeschön auch an Mareike Fox, den beiden Damen heute am Chat gesessen, hat sie mit Links versorgt, hat fleißig mitgelesen. Dafür auch lieben Dank und liebe Grüße nach Saulheim. Ja, und Sie wissen sicherlich, oder Sie haben es heute ja auch schon erfahren, die Dachmarke Rheinhessen ist eine Initiative unterschiedlicher rheinhessischer Akteure, die für unsere Region an einem Strang ziehen. Die drei Großen haben uns auch finanziell unterstützt. Deshalb nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an Rheinhessen Wein e.V., unsere Gebietsweinwerbung, die Rheinhessen Touristik und auch Rheinhessen Marketing, die sich um die Wirtschaft kümmern. Mit im Netzwerk auch dabei sind die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen, die LAG Rheinhessen, auch die kreisfreien Städte und natürlich das Great Wine Capital Netzwerk in Mainz, genauso wie Rheinhessen Kultur und natürlich auch wir als Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese wertvolle Zusammenarbeit. Und wie es so ist, ohne Sponsoren hätten wir die Konferenz in diesem Format, so wie sie hier stattfindet. Sie können leider gar nicht diese gigantische technische Ausstattung sehen, die hier vor mir steht. Also ich habe drei Kameras, drei Riesenbildschirme, ein Riesenmischpult. Das ist echt schon beeindruckend, dass das hier so möglich ist. Und deshalb möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung bei unseren Sponsoren bedanken. Liebe Grüße gehen hier an die Sparkasse Worms-Alzey-Ried, die Sparkasse Mainz, die EWR Aktiengesellschaft und die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz, genauso wie unser Verein ehemaliger Oppenheimer Fachschüler. Vielen, vielen Dank. Und dann geht ein Riesendank, der nimmt mir nämlich echt eine große Last vom Herzen, an unseren Mann, den sehen Sie leider nicht, der ist im Hintergrund, der Mann an der Technik, Peter Vollmann. Auf dich ist Verlass, du bist nicht das erste Mal hier bei uns und es klappt reibungslos. Vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle auch lieben Dank, wir wurden hier auch versorgt, also die Hausmeister waren mit dem Boot, die Hauswirtschafterin, uns ging es gut, Ihnen zu Hause hoffentlich auch, vielleicht haben Sie sich auch noch ein Gläschen Wein geschnappt. In diesem Sinne will ich Sie gar nicht länger vor dem Sonnenschein weghalten, sondern wünsche Ihnen einfach eine eine genussvolle Zeit. Bleiben Sie gesund und munter und treten Sie bei Fragen oder Anregungen gerne mit uns in Kontakt. Alles, alles Gute, eine gute Zeit. Machen Sie es gut.